Oh Gott. Oh nein. Was? Oh nein. Was? Oh nein. Ja. Ich hab mich verwählt. Bist du traurig oder sauer, wenn du das vergisst, mir zu sagen? Nein, warum? Wenn ich nur was so, vergiss. Es kam mir ganz spontan. Nein. Ah, okay, ich verstehe. Ich gehöre nur zu meiner täglichen Routine. Ja, gut, ich verstehe. Ja. Musst du gar nicht arbeiten? Steck nebenbei ein. Nee, ich muss nicht arbeiten. Ich bin bei diesem Demolition Derby Ding. Was für ein Derby? Wo ist der? Das ist ja bei der Redwood Lights Track. Okay. Ja, ich habe auch ein Problem. Ich habe ein Buch verloren. Ein Buch? Ja, ich habe ein Buch verloren. So ein Buch einfach, ja. So! Das ist mir echt wichtig. Ah, wie sieht das aus? Das ist pink mit so Einhörnern und Schafen drauf. Und in den Schafen sind meine Buchstaben drin. Ja, nee, du hab ich nie gesehen. Okay. Also, aber ich wäre doch wohl der beste Officer, wenn ich es finden würde, oder? Ich meine, dafür wurde ich doch geschult. Ja, aber wenn du das findest, dann kannst du nicht gucken. Nein. Und auch niemals kopieren. Niemals. Das, wenn wir das irgendwann online vorstellen würden, ne? Die Leute würden sich schon prügeln, sage ich dir. Ich guck mal, ja, ob ich's finde. Ich guck mal bei uns in Asoboatenkammer. Ein Liebendrama. Okay. Ich, Drama auch, ich hoffe, irgendwo steht mein Name. Gut, dann... Ich telefoniere sofort durch. Ich stelle alles auf den Kopf, ja? Okay. Aber ich leg auf, ich muss jetzt den Modus spielen. Nee, warte. Ich lege auf. Okay. Mann! Ein scheiß Auto! Melody, man kann nicht immer gewinnen. Und was soll das werden? Ich bin ausgerutscht. Ah, ich dachte, du hast die schlechten Neuigkeiten schon gehört. Was für schlechte Neuigkeiten? Ja, Oscar hat wohl gewonnen. Was heißt das jetzt? Ja, das kann dir mal dein Daddy erklären. Ja, das kann dir jetzt wirklich mal dein Daddy erklären. Also, Glückwunsch zur Verlobung. Wollt ihr mich verarschen? Nee, das hat mit dem nichts zu tun. Dein Vater geht da hinten. Du, die Tankstelle, Vater, wer denn das? Also hätte dein Vater gewonnen, hätte Oscar die Tankstelle meiden müssen. Und ja, wenn Oscar gewinnt, kriegt er deine Hand. Was wäre, wenn ich schon verlobt bin? Dann wird es ja theoretisch in Kita staatlich zwei Verlobungen. Also zwei auch. Ja, okay, Moment. Verlobt geht ja nicht. Das ist schon. Warum? Was ist mit dem? Der war mit einer Streife unterwegs und ich glaube, der war daran Küste und es ist einfach seit 3 Tagen wieder der Name. Ja. Pinsel, du musst mich heiraten. Das war knapp. Das war so knapp. Wagen 80, die letzte kommen. Das war knapp. Fahren Sie den Friedhof an, da wurde jemand verfallen. Komm. Oh. So, 10-4. Und jetzt eine Hose geschissen, aber was ist los? Frage, der Friedhof an der Kirche in der Nordseite? Keine Ahnung. Ja, alles gut. Komm. So, 10-4 sind unterwegs. Das war knapp. Ja, komm, wir reden kurz. Was wieder eine von den Frauen? Was wollt ihr hier, Alter? Weiterfahren. Was wollt ihr denn? Hä? Also, ich
abhalt noch was, was die gönnt. Willst du es mir jetzt bringen oder morgen? Was denn? Weiß ich nicht, du hast gesagt, du hast was von mir. Ja. Was denn? Na, wenn, wie du willst. Na, was machst du denn jetzt gerade? Jetzt stehe ich am Krankenhaus. Vermisst du mich? Also wenn du mich vermisst, dann kommst du jetzt zu mir nach Hause. Wenn ich nach Hause komme, du bist nicht da, dann lege ich mich jetzt hin. Bis dann, tschüss. Damit hast du auch einmal die Männer, ne, mit deinem Trick da. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, genau das, was du jetzt gerade tust. An der Strecke. Ja, Daddy? Melody? Was, warum meinst du? Du wirst jetzt sterben. Was? Also der stechende Schmerz ist weg. Jetzt kribbelt's nur. Ja. Griff stirbt? Wie? Er wird das nicht überleben. Wo? Das Hemd ist komplett zerfetzt. Wo? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Natürlich im Krankenhaus. Okay, wir fahren ins Krankenhaus. So viel Blut verloren. So viel Blut verloren. Das Hemd, es war vorher weiß, jetzt ist es rot. Kann das sein, dass du abhängig bist, Melody? Ja, Robert. Bleib machen Abflug. Ja, ist alles nicht so schlimm. Ich bin nur verliebt. Im Oberarm. Steckte noch. Hab ich da Piep rufen gehört? Ich. Nee, ist alles betäubt. Schmeckt da gar nichts. Der Piep. Dem ist einfach zugeklebt. Also, warum wollt ihr zu mir kommen? Hi! Bei Piep, was dir zu sagen Auto, hat. Irgendwelche ja, Typen, klar, die sofort geschossen haben. Ja, ich gucke mal. Das ist bestimmt im Aufzug. Hol den mal her. Ich möchte ihn gerne besuchen. Der ist aber aktuell im Dienst, soweit ich. Also stirbst du doch nicht? Okay. Nee. Darf ich nicht rein? Why not? Ja, ich mein, der macht gerade seine Arbeit. Jetzt ruf die gerade an. Ja. Ja, ich wünsche es mir du? Auch. Super! Und deswegen rufe ich Danny an, dass du stirbst. Ja, warum hast du denn uns so Angst bekommen? Ja, ich will keinen Schlaf, weil ich Migräne habe und jetzt sind wir doch hier. Boah, heul doch. Wow. Ja. Wolltest du nicht schon vor einer halben Stunde schlafen gehen? Musst du nicht noch heiraten? Ja, was für heiraten? Ja, bei mir ist gut. Na, der dir erklär mal, ich will am besten das mal ausfallen. Ja, Stefano. Ich sorg jetzt für P, Leute. Vertrau dir, du bist die. Du bist die. Hello, bitch. Ich überlasse dir Griff, ja. Ja, Pi, für irgendwann schreien. Du hast mich verraten. Wieso hab ich dich verraten? Bei Daddy. Was? Bei Daddy hab ich dich verraten. Nee, das kann nicht sein. Er hat mir gesagt. Ah, ja, aber ja, und voll so, ja, die Schweine, du darfst genau so. Daddy darf das nicht wissen. Das hat er aber gesagt. Okay. Was? Ja, der hat mir gesagt, dass es von dir ist. Ja. Was ist los? Du musst mir helfen. Ja? Ich hab was für dich. Ja? Und du musst Melanie alles erzählen, wenn du das geglaubt hast. Beziehungsweise du hast es gefunden, okay? Mehr musst du gar nicht sagen. Ist das okay? Du sagst einfach, du hast es gefunden. Wenn du sagst, wo, dann sag einfach auf der Straße. In der Southside, irgendwo auf der Straße. Ja? Und sag, du hast es nicht gelesen. Und... Ich hab damit auf jeden Fall nichts zu tun, okay? Okay. Cool. Das ist hier ein Tagebuch. Ich hab das gefunden. Und ich hab reingeguckt, bevor ich wusste, dass es ihr ist und ich krieg dann Ärger. Ich darf das denn lesen, bla bla. Du musst halt einfach sagen, liest du das gerade? Nein. Du. Ich will niemals ein Tagebuch lesen. Du kannst das jetzt denn lesen? Oh mein Gott. Das ist ihr's. Hallo! Oh, hi! Melody! Hey, wie geht's dir? Was macht ihr da? Gar nichts! Oh mein Gott, er hat es weitergegeben! Ich hab gefunden, ein Tagebuch! Das sehe ich mir gerade durch! Oh, zeig mal! Hier! Was ist das mit dem Tagebuch? Ich habe dieses Blümelein von der wunderbaren Polizei geschenkt bekommen! Ja, genau so war das! Und hier, als Daddy sagte mir, dass er stolz auf mich ist. Ein bisschen. Wie ist dein Tagebuch? Ich hab da direkt mal weitergemacht. Da, wo es aufgehört hat. Hör auf zu lesen! Hör auf zu lesen!
Ach so, ist okay. Ich habe eine Seite gefressen, um sie zu beschützen. Wieso darf ich nicht weiterlesen? Wo hast du das her? Das habe ich gefunden, auf der Straße. Hat er gefunden, auf der Straße. Im Amtsgericht. Moment. Natürlich. Kommen Sie mal her. Was ist das jetzt mal? Darf ich das behalten, das Tagebuch? Was ein Held. Ja, damit. Er hat's gefunden, also. Alter. Okay. Alter. Jetzt ist sein Tagebuch. Hat er das Tagebuch? Alles gut bei dir, Melody? Melody, alles gut bei dir? Tagebuch wieder. Melody! Tagebuch. Aufwachen! Nimm dir das Tagebuch! Danke. Was ist denn jetzt? Was ein Chaos. Ich kack ab. Oh, Baby. Ey, Pinsel, hast du schon das neue Video gesehen von mir? Bei Busy News? Nein, ich guck mir das gleich an. Wo laufen wir denn hin? Das ist gerade rausgemacht worden, aber du hast ja noch einen Stick. Ja, das ist mega gut. Muss ich mir direkt auch angucken. Wo ist Daddy? Ihr müsst das Tagebuch holen! Wo ist Daddy? Wo ist mein Daddy? Daddy, wo bist du? Wo bist du nur, Daddy? Das Polizei hilft mir, mein Tagebuch zu kriegen. Daddy! Daddy, wo bist du? Ja, ich... Wo ist er denn jetzt? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich oben. Wieso bist du eigentlich in einer Polizeiuniform hier? Der ist im Dienst jetzt. Schon ziemlich assi für ein bisschen. Ja, was bringt RP halt? Er ist weg! Er ist einfach durchgezogen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich habe das Tagebuch. Du musst ja nur deinen Vater anrufen und ihm dann Warum sagen... Warum hast du ihm das Tagebuch gegeben? Er hat gesagt, ich soll es ihm geben. Ich wusste nicht, dass dann ist. Du hast nicht gesagt, hey, das ist mein Tagebuch. Du hast nur gesagt, du hast zu lesen. Wo hast du das gefunden? Neben dem DOJ habe ich es gefunden. Neben dem DOJ habe ich es gefunden. Wie kommt das da hin? Oh Gott! Ich habe keine Ahnung. Bestimmt, als er mit dem Fahrrad Bestimmt, da als er mit dem ist. Fahrrad Und was wolltest du mir geben? Ich? Ja, du hast gesagt, du willst mir was geben. Ja. Was denn? Ich. Er wollte dir... Er wollte dir einen Schmatzer geben auf den Mund, oder Pinsel? Nee, das war... Fritze! Ah, das war knapp. Alter, was soll das? Willst du mich umbringen? Tut mir leid, es ist... Ich wollte dir nur helfen! Reflex, Bro. Das war Reflex. So eine Scheiße! Pinsel, was wolltest du mir geben? Ich hab... Schöne Nacht, Eis. Ja. Du hast gesagt, ich wollte dir noch was von dir geben. Ja. Das war kein Eis. Einen anderen Charakter. Ach so, dann, also. Und nicht den. Aber danke. Daddy, ja? Das, wir haben. Will ich eiskalt die Seiten kopieren und die in den. Also, Piep hat. Duke ist schon. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Luke, ja. Lies mal vor, oh Gott, wie gar keinen Bock. Ja, der ist dran schuld. Warum? Ich werde jetzt quasi ein bisschen gucken, was ich, da geht, ne? Also, die haben das alle gelesen. Der das eine Ding da. Der hat das ich habe erstmal gerade einen Termin. Ja, ich, Deswegen, ich habe es nur einmal kurz durchgeblättert und noch nicht gesehen. Außer er hat Pinsel gekrabbelt, bis er sich eingepullert hat. Ja, Krabbel. Krabbel. Letzte Seite ist wichtig, okay. Also, ich kann alles erklären, also... Gut, dann werden wir gleich wir sind also... Komm, setz dich rein. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Hey Stefano, schickes Auto. Ich hab das, ich hab das gefunden. Hey, wieso denn? Was soll das jetzt heißen? Warum, Ich hab das. So, du hast das verloren. Hause oder macht das dein Freund? Oh, oh. Ich erkläre es Nee, ich fahre ruhig, Stefano. Ich muss was klären. Ja, okay, bis dann, tschüss. Ich habe das gefunden und ich wusste nicht, ob das, wem das... Ich habe da reingeguckt halt dann mal kurz. Ich dachte, du hast es nicht gefunden. Was denn nun? Ich hatte Angst. Ich habe es gesehen. Ich habe das gelesen und... Ups. Du hast es gelesen. Ja. Warum machst du das? Ich hätte es von dir am wenigsten erwartet. Hätte ich ein Tagebuch, hättest du es auch gelesen. Ja, du weißt hättest du, was es auch gemacht. Ja, aber warum ist es denn jetzt
bei Piep und warum ist es jetzt bei meinem Daddy? Ich habe Piep. Ich wollte den Weg der Lüge gehen und wollte Piep sagen: Hey, du, sag mal, du warst das. Und dann ist dann eskaliert und hat es seinem Vater gegeben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, vielleicht, also. Vielleicht quatschen wir morgen drüber und gucken, dass wir das irgendwie zurückkriegen. Weißt du, ich bin echt froh, dass du ehrlich bist, aber ich kann nicht sauer sein. Ich bin einfach nur enttäuscht. Es ist nicht gut. Weißt du, dein Daddy hat das jetzt, weißt du, was der jetzt macht? Er wird mich wahrscheinlich... Er wird es wahrscheinlich kopieren oder er wird es zerstören. Ich glaube, der wird die Adoption auflösen. Meinst du, der wird es zerstören? Nein, auf gar keinen Fall. Der will mir jetzt gut, ich habe es nämlich notfalls kopiert. Ach, gut. Falls es kaputt geht. Ja, ich habe gedacht, den Fall der Fälle habe ich das kopiert, also die Seiten für Seiten. Du kannst es doch nicht kopieren, bist du komplett durch? Wo hast du das kopiert? Im PD noch am besten und ein paar Kopien verteilt? Müssen doch alles in der Stadt als Flugblätter verteilen vielleicht? Nein, der Luke hat das für mich kopiert. Ich habe keine Rechte für den Drucker. Vielleicht auch noch extra gelesen. Jetzt hat er das auch noch gelesen. Willst du mir das nicht sagen? Der Luke hat es nicht gelesen, weil er hatte keine Zeit. Und nur ich habe es gelesen. Der Luke hat es überflogen, aber nur ganz leicht. Also hat er es doch überlesen. Naja, er musste ja schon die Blätter sehen beim Kopieren. Das nur, weil du das gewonnen hast und anstatt den Weg zu wählen, mich anzurufen, wieder zurückzugeben, hast du es Luke gegeben zum Kopieren und hast es Piep gegeben. Und jetzt ist Daddy und das werden jetzt noch viel mehr Leute lesen. Ja, also eigentlich nur Luke und ich haben das. Beziehungsweise nur, also Luke hat es gar nicht. Ich habe die Kopien und ich habe das, also eigentlich hat der Luke das nicht. Ich habe alles gehabt, das Original und das Kopien-Ding. Und ja, Piep hat das nur gerade vor, der hat das 2 Sekunden gehabt. Dann war er echt ein Riesen-Hex. Und ich hätte es von allen NPCs erwartet, aber nicht von dir. Bin ja auch kein NPC. Ja, ich dachte, du wärst keiner. Aber irgendwie... In der NPC Zweifel. Hätte nichts gemacht, aber ich hab's kopiert. Ein NPC hätte sich das nicht angeguckt. Ein NPC hätte den einfachsten programmierten Weg gewählt, und zwar mich anzurufen und es mir zurückzugeben. Ein NPC hätte das nicht immer aufgehoben, weil ein NPC programmiert ist, dass er keine außergewöhnlichen Dinge macht. Ja, aber ich war so neugierig. Und eigentlich bin ich auch, wenn ich genau drüber nachdenke, bin ich echt sauer, auch. Auf wen? Mit dir. Mit mir? Ja. Warum? Weil, wegen den Sachen, die ich da gelesen habe. Du willst mir sagen, dass du auf mich sauer bist, weil du in mein Tagebuch gelesen hast, was in meinen Gedanken und in meinem Kopf abgeht? Dinge, die ich nie ausgesprochen habe, willst du mir sagen, auf die du sauer bist? Das sind Dinge, die niemand lesen würde, außer ich selbst. Das sind Dinge, die ich aufschreibe, damit ich Sachen verarbeite, damit ich nicht komplett explodiere, weil mich alle verrückt machen. Ja. Machen. Das ist so, du gibst mir einen Fehler, du gibst mir die Schuld für was, ich eigentlich keine Schuld habe, weil alles, was in meinem Tagebuch steht, nur für mich bestimmt ist. Ja, und aber wenn du mich kennen würdest, würdest du auf das Datum gucken und wissen, dass ich mich geändert habe und sich auch meine Gedanken geändert haben. Dass ich da Dinge geschrieben habe, die am Ende gar nicht mehr so waren, und am Ende stand dann sogar noch was,
was Ehrliches und jetzt sagen sie mir, die müssen doch mal auf mich. Also, ich bin ehrlich, ich habe mir nichts Böses bei gedacht. Ich habe das gesehen, anvisiert, gesealt und gelesen. Wo ist der Teil, an dem du sauer sein kannst? Also ich bin... Halt deine Schnauze, ja? Ich habe hier einen Deal. Ruf gleich zurück, sorry. Also das Problem ist, wo ich sauer bin, ist der Punkt, weil du bist schuld, weil hättest du es denn verloren, hätte ich es nie gelesen eigentlich. Heißt, eigentlich hast du ein bisschen schuld. Und ich habe dir alles erzählt, mit dem Stash, mit allem, mit Pipapo und allem drumherum und mein dunkelstes Geheimnis und du hast da reingeschrieben, dass du dich verstellst. Ja, weißt du, was ich nicht gemacht habe? Irgendjemanden erzählt, dass du ein Lager voller Bubas hast. Weißt du, warum ich das nicht erzähle? Weil du es mir anvertraut hast. Und deswegen sage ich das niemanden. Und das Gleiche dachte ich eigentlich von dir. Und ja, ich habe das natürlich da reingeschrieben. Ja, aber alles, was dich betrifft, ist komplett ehrlich. Ich rufe dich jeden Tag an, immer als erstes, wenn ich wach bin. Ich rufe nur mich als erstes an. Ich sag dir immer, dass ich mich verwählt habe, obwohl ich mich nicht verwählt habe, weil ich dich einfach anrufen will. Und dann wollte ich mich nie verlieben und dann habe ich es trotzdem gemacht. Wir müssen los. Du hast einen Feierabend. Ja. Du wirst auch die ganze Zeit angefunkt. Mein Funk ist aus. Wagen 47 hört. Weißt du, geh. Wieder Ärger. Ja, geh einfach. Ich. Soll ich dir helfen, das Buch zu kriegen? Ich bin zum Chief ins Büro gerufen. Ja, ich weiß, ich werde immer zum Chief ins Büro gerufen. Du kannst mir helfen, mich alleine zu lassen. Am Funk. Dann. Du hast mich so sehr enttäuscht wie niemand anders hier. Du hast das Schlimmste getan, was man tun kann. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Alles, was dich anging, war ehrlich. Und jetzt machst du das? Ich muss los. Jetzt lässt du mich hier stehen? Muss ins Büro. Ich muss dann damit nicht umgehen. Ah. Oh Gott, ist das gemein, die weint. Ja. Da können wir jetzt nichts machen. Alter. Hat er nicht gemacht. Wagen 58 für die Live-Telekom. Ja, Wagen 58 hört, wir sind leider gerade 10.07. Der Kollege ist geradeaus. Hör auf euch. Nicht ausrasten. Ich hab das eh. Check, Ende. Wagen 47 in 19 in MRD. Du hast genau 15 Minuten, das Buch zurückzubekommen von Mr. Witchman. Du kriegst $5,000. Oh, ich bin dabei! Ich bin dabei, Mensch! Yo, ich komm gleich wieder! Und... Pinsel hat mein Tagebuch gefunden. Da gab es nur zum Kopieren. Und wenn du es liest, hack ich dir den Finger ab. Dann gab er es Piep. Okay. Und Piep bis dann gab es und Danny. Bitte besorg's wieder. Tagebuch und rannte davon. Mein Leben komm, ist ein ich muss ein Feiern. Chaos, eine Katastrophe.
Hören Sie auf zu stalken. Sie sind immer bei mir. Gerade als Richie, komm mit hinter. Wir finden dich schon. Ja, ich hab deine Nummer. Alles wird besser. Gerade als ich dachte. Richie, kann ich bitte das Tagebuch wieder haben? Ich muss das erst lesen, dann kriegst du es. Okay, dann lese ich schnell. Lese schnell. Nö. Ich lese ihn vor. Ich bin nicht enttäuscht. Also, soll ich das erzählermäßig machen? Dem ich alles anvertrauen kann. Dann setzen wir uns erstmal hier hin, ja? Ich möchte das so richtig so buchkreismäßig machen. Der Film. Okay. Okay. Aber nicht wegrennen, ansonsten schieße ich. Nein, nein, natürlich nicht. Ich will niemals wegrennen. Er sagte, er sei sauer, weil ich das Tagebuch verloren habe. Boden, okay? Er hat es gelesen. Sitz ich auf dem Boden, Richie. Soll ich im Hintergrund noch leichte Geschichtenmusik anmachen? Nee, warte mal, ich habe hier so kleine Blutschuhe. So. Was nehme ich da denn? Also, vielleicht so Herr der Ringe-mäßig so. Aber es weiterzugeben an Menschen. Warte. Ihr dürft enttäuscht sein von der Wahl. Absolut. Fürs RP war es mega. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vielleicht, ihr könnt es nochmal sein, aber fürs RP war es mega. Okay, es geht los. Liebes Tagebuch. Ich habe dieses Büchlein von der wunderbaren Polizei, Blümelein meine ich, von der wunderbaren Polizei geschenkt bekommen. Oh nein, da steht Büchlein. Büchlein. Verdammte Scheiße. Lese ich ordentlich an, sonst muss ich selber lesen. Ja, okay. Es war falsch. Und ich wusste, dass es falsch war. Und fühle ich mich ja schlecht, wenn ich die Sachen hier lese. Das gibt's nicht. Und er nutzt es aus. Er ist genauso wie die anderen. Er ist doch nicht anders. Genau. Könnt ihr bitte alle sich hier am Boden hinsetzen? Ja, wir lesen gerade Melodies in der Tagebuch. Ja, wir lesen gerade Melodies. Scheiße. Wer hat Sie in das Büro reingerufen? Also, Mr. Brich, bitte fangen Sie nochmal von vorne an. Und bitte nicht mehr so schreien und jetzt einfach ein bisschen... Okay. Nun stehe ich hier. Ich lese vor. Bitte. Aber die Schrift ist ja unleserlich. Also wir fangen an. Am 2.9. Ja? Ja. 2013 steht da, glaube ich. 23. Um 18.44 Uhr. Schreien. Liebes Tagebuch. Ich habe dieses Büchlein von der wunderbaren Polizei geschenkt bekommen. Endlich habe ich etwas gefunden, wo ich meine Gedanken hineinschreiben kann. Leider hat mir hier keiner richtig zu. Ich habe das Gefühl, ich bin allein, obwohl ich Menschen um mich herum habe. Ich habe jetzt einen Daddy. Er heißt Richie Richman. Er ist der beste Mann, den man sich als Vater vorstellen kann. Meine Eltern hatten nie wirklich Interesse an mir. Doch jetzt habe ich jemanden gefunden. Stopp. Ja? Geben Sie es mal kurz her. Okay. Lesen, das kann ich nicht. Wir kriegen es gleich wieder. Okay. Hey, ich bin gespannt. Hey. Komm mal her, Junge. Mach mal, dass ich diesen. Richman, mach mal nicht diesen, Junge. Wir wollen auch wissen, was da steht. Verzieh dich! Wir wollen auch wissen, was da steht. Komm schon. Verzieh dich, nein, auf gar keinen Fall. Das sind die intimen Gedanken meiner Tochter. Warte, bleib mal stehen, dass ich mal deine richtige Tochter habe. Richman, jetzt haben wir einen Fiesen, Junge. Die wollen er, die sehen. Gib her! Stefano schrieb mir gerade, dass die Leute lachen, weil mein Tagebuch vorgelesen wird. Alle werden es lesen. Alle werden wissen, wie ich wirklich bin. Ich brauche das Tagebuch! Und dennoch weiß kein einziger von ihnen, ich muss vorlesen! Wir gehen jetzt wieder zurück und lesen jetzt mal alles. Let's go! Okay! Aber halt tut man nicht mal weh, Digga. Aber so, da musst du durch, Digga. Die Geschichte war wunderschön. Ja? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Klar, was kann sein? Verdammte Scheiße, ich hab eine verdammte Knarre in der Hand. Gib mir das verdammte Scheiß Tagebuch wieder! Das ist nicht mehr übrig. Okay.
Je nachdem, werde ich vielleicht vorlesen. Ich muss das erstmal für mich. Nun denken alle, hey, sie würden wissen, wer ich bin. Kohle, wenn ich das zurückbringe? Ja, kannst du auch gleich wiederkriegen. Da beeile ich. Ja, mach ich auch. Nicht lesen mal, laut ich vor, ich will mitlesen. Nein, lass mich in Ruhe. Pinsel, du hast nichts zerstört. Du sollst dich verziehen. Und das. Bitte, ich will die Geschichte auch hören. Binnen ja, weniger Sekunden. Doch gleich selber für dich. Hallo, ist noch jemand im Punkt? Nein, ich kann nicht. Ich muss das gleich zurückbringen. Wir haben eine Abholung. Dann hast du noch Zeit. Wir haben nur einmal Zeit, das wird durchzulesen. Zweites Mal geht nicht. Natürlich haben wir zweimal Zeit. Ich bin schon sehr okay, erwartet, dann lese jetzt laut vor und dann lese ich mir später nochmal laut vor. Scheiße, sag mal, sie kriegen das gar nicht mit. Sie hatten ihre Chance. Okay. Dafür bekomme ich es gleich wieder, versprochen. Versprochen, Richie. Richie, versprochen. Ja. Kannst du Richie den abholen? Ja, versprechen Sie mir. 638. On my way. Griff, kannst du mal kurz lachen? Ich bin Melody, ja, kann lach mal so aus. Außer ha 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 und so. Warte, warte, eins. Also auf drei, auf drei. Eins, drei, drei. Du machst das mal, lach mal richtig, Junge. Kann ich nicht, Mann. Mein Leben ist so traurig. Du musst bist du so ha ha ha, so 5-6 Sekunden. Kann ich nicht. Na, Junge, mach doch mal, ey. Ganz ehrlich, mich interessiert das natürlich schon. Ich habe in meinen letzten 15 Jahren nicht mal 5 Sekunden gelacht. Ja, dann tu es, als würde es helfen. Erwartet jetzt nicht, dass ich euch das vorlese, ja? So, liebes Tagebuch, ich habe einen von der wunderbaren Polizei geschenkt bekommen. Eigentlich habe ich etwas gefunden, wo ich meine ganzen Gedanken niederschreiben kann. Leider hört man hier keiner richtig zu. Ich habe das Gefühl, ich bin allein. Obwohl ich einen Menschen um mich herum habe. Obwohl ich Menschen um mich herum habe. Ich habe jetzt einen Daddy. Mhm, er ist mein Vater, für mich. Zigarren haben die ja auch, ne? Zigarren, ja. Dankeschön. Okay. Lass mich als Trophäe und mein Kindergeld abzustauben. Sie stritten sich täglich, um mehr Geld auszugeben. Wir haben Dosenfass an die Tür gestellt. Melody, wir lachen uns hier gerade Schrott, ey, ich schwöre dir, ey. Das war noch Zeit, wo das Elbow noch gestern haben wir dem Pinsel gesagt, dass wir mich. Ich war so schockiert. Ich erwarte, wie gesagt, nicht, dass ich das jetzt hier vorlese. Ne? Ihr kennt das alles schon. Sehr schön, ey, sehr schön. Bis dann. Ja, wie geht's? Okay, das geht über Pinsel, bla, bla, bla. Eddie hat mein Auto weggefahren. Ich muss jetzt 1 Kilometer laufen, ich werde ihm den Schlüssel wegnehmen. Aha. Ich habe jetzt Melody angerufen, ne? Und? Kommt die jetzt, oder was? Ich hab dich richtig ausgelacht. So, was steht denn da drin? Heißt sie nicht mal, dass man irgendwas beleidigt hat? Wir haben nicht mal alles von ihr. Da bekommt man alles. Falk und Daddy, das macht Spaß. Hat sie über Quickie Taxi abgelistert? Ja. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Du war irgendwas mit ihr. Das ist die Nummer 1 für mich. So. Aber, da war, scheiß drauf, langweilig. Ja, ist auch langweilig. Und das Ding ist, wir haben nicht mal alles mitbekommen, weil Richmond direkt Sago raus in Hand, aus Pieps Hand gerissen hat. Jetzt zieht er sich an einen privaten Ort zurück mit Taschentüchern oder was? Jetzt wird's interessant. Muss mal an. Wen, Melody? Mhm. Ja. Schau mal, was sie macht. Wieso? Also, du weißt nicht, die hat nicht mal ein Wort gesagt, als ich rauskam. Hast du ihr gesagt, dass er das Tagebuch hat? Ja, ich habe jetzt geschrieben, dass wir alles gerade lesen, was uns halt in ihr Tagebuch steht. Oh Gott, warte. Sag ihr, dass es ein Spaß war, ey. Sie auch nicht rumholen, ey. Mhm.
Hallo? Ich bin heute überfahren. Ganz ehrlich, mich interessieren nicht die ganzen Sachen. Sag mal, weißt du, dass dein Vater gerade mit dem Tagebuch durch die Stadt läuft und das irgendwie vorliest? Ich verschwinde. War noch Johnny. Wohin? Der Opa? Ich hau ab. Wohin? Weg. Warum? Ist da so belastender Scheiß drin, oder was? Ja. Ich stehe links von dir. Da ist die Bioschule. Ja, genau, das war der Tag, wo ich gerade probiert habe. Er hat es weitergegeben. Pinsel hat es weitergegeben? Warum? Ich weiß es nicht. Und jetzt? Jonathan hat letzte Nacht bei uns übernachtet. Das war cool. Ich gehe. Mit dem Taxi. Wohin denn? Weg. Irgendwo, wo mich keiner findet. Du hast doch immer noch Freunde hier. Ist doch Quatsch. Ich habe keine Freunde, alle. Stefan hat mich angerufen und alle haben gelacht. Stefan hat doch nur Spaß gemacht, du kennst ihn doch. Das ist kein Spaß, weißt du, was da drin steht? Nee, weiß ich nicht. Du wirst es wahrscheinlich auch erfahren. Ja gut, also so schlimm kann es nicht sein. Oh, doch. Ich weiß nicht daran, was hier für Leute rumlaufen. Oh, doch. Bin ich Stefan, Spaß? Ruft dich gleich an. Mhm. Nee. Echt müde von den ganzen Tagen. Okay, sie hat aufgelegt einfach. Mal ein wenig Abstand. So die will abhauen. Die will die Stadt verlassen. Nein, ist sie dumm. Die drückt weg, Junge. Die... Oh, jetzt sind die Junge, ich hasse sowas, ich schwöre. Aber die Trotzphase? Ich kann es nicht erreichen. Das ist krass, was man schon alles erlebt hat. Warum gibt Pinsel, dieser Idiot, denn ihr Tagebuch weiter? Wusste denn? Hat sie was gesagt? Nein, sie hat nur gesagt, sie geht weg. Egal. Oh, die tut mir voll leid, ey. Ich muss sie finden. Meinst du, die ist auch jetzt zum Flughafen oder so? Weiß ich nicht, ich muss... Hast du ein Auto? Nein, da ist ein Auto, komm. Ich frag mich, ob meine Eltern sich mittlerweile erholt haben oder noch in diesem Keller liegen. Auf jeden Fall werde ich jetzt viel Spaß haben. Ui. Scheiße, Junge, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mir einen Spaß erlauben, wir haben nicht mal was mitbekommen. Vor allem war doch nichts. Ist doch alles scheiße, scheiße langweilige Gesabbel von einem kleinen Mädchen. Oh Junge, das tut mir gerade voll leid, ey. Das tut mir mein Herz blutet gerade, weißt du das? Nee, kein Bock jetzt drauf. Ja, wo kann sie denn hin? Wenn sie weg will, Flughafen? Weiß ich nicht, wie ich es rechtfertigen soll, weiß ich nicht, wie ich es... Ich weiß nicht, ob sie die Vermischung da nicht stattfinden lassen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie sich da abgrenzen kann. Da bin ich ganz offen. Nein. Und das hat jetzt nichts mit einer persönlichen Ebene zu tun, Hauptsache. Ich glaube, sie sind ein wundervoller Mensch. Wirklich. Das sage ich nicht zu vielen Menschen. Dürft ihr mir nicht sagen, dürft ihr mir nicht sagen. Weil ich die meisten Menschen wirklich hasse. Auch weil ich es schon gelesen habe. Aber als Officer und als ihr Vorgesetzter kann ich das nicht weiter hier rechtfertigen. Funktioniert nicht. Hat Handy weggeschmissen oder Flugmodus oder weiß ich nicht was. Ist weg. Oh, das tut mir gerade so leid, ey. Ich wüsste, ey. Dass das passiert, ist ihre Verantwortung. Ich wollte nur ein bisschen Spaß machen, ey. Da war doch nichts, ey. Was hat sie gesagt? Die will jetzt ausreisen, oder was? Sie will weg. Ja, wohin? Warte, Lee ruft an. Ja, Lee? Nein, wir suchen Melody. Ja, die hat Handy auf dem Flugmodus, glaube ich. Meinst du diesmal Pinsel? Die meinte zu Griff, dass... Die meinte zu Griff, die will jetzt weg, die will ausreisen. Ja. Yeah. Sie hat gesagt, Pinsel hat ihr Tagebuch weitergegeben. Ja, ich hab einen Spaß erlaubt, das ist jetzt zu meins, glaube ich. Wir kriegen einmal richtig rein. Ja. Ja, ja, ich hab das gemacht und jetzt. Wir kriegen einmal richtig rein. Ach du Scheiße. Ey, such die mal, finde die mal, Junge, ich brauch sie. Der letzte Satz war, dass Pinsel da was reingeschrieben hat. Genau so. Weil das nur meine beste Freundin ist, man, die hat 60 Miezen kennengelernt. Such die, finde sie. Sag, dass ich mit dir unbedingt reden muss. Wir warten mal Flughafen, als du abhauen willst. Dann. Oh, Graffi, ich wüsste, du kannst nur so eklig sein, Graff. Ja, das habt ihr davon, wenn ihr immer eure Spielchen macht. Wieso musst du unbedingt sie auslachen, Graff? Das war bestimmt das, was am lautesten zu hören war. Das leise, zitternde Lachen eines frisch Angeschossenen. Naja. My shadow hearts the only thing.
So bist du nur. Privaten, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Kann doch nicht sein, dass alle mich wegdrücken. Ich kann auch privat abfliegen, wenn ihr irgendjemanden kennt. Ja, wir wollen nur werden, wir werden auf dem Schiff. Ich glaub, Melody findet mich schwer, ja? Los Angeles ist so groß. Egal, such sie bei Melody, such sie, sie braucht sie. Man, fuck Melody! Fuck du selbst, du Idiot. What? Ja, fuck du selbst, du Idiot. Warum suchen sie Melody? Sie will ausreißen, wir haben sie ein bisschen geärgert, Junge. Idioten, dieser... Also, Griff hat sie geärgert, Griff hat sie ausgelacht. Ah, darüber bin ich bekannt. Ich muss mit dir reden, Johannes. Griff, jetzt überleg doch mal, lass mich lachen. Na, ist doch eigentlich ziemlich simpel. Warte mal, ich muss ein bisschen mehr sagen. Also. Vielleicht hat sie irgendeinen Ort, wo sie mal hingeht zum Nachdenken. Ich rufe mal kurz Peter, ja? Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Warum geh ich? Nein, ich ruf sie an. Ich kann mal nicht erreichen. Der Handy auch. Dann hol mich ab. Polizei. Der holt sich ab. Nee! Egal. Oh, nicht. Nee! What? Du bist jetzt nur krank, Mann. Ich muss immer nach Hause, okay? Okay! Ich gerade mit dir und... Ja, der ist krank, Mann. Das Tagebuch seiner eigenen Freundin weiterzugeben, weißt du, was das ist? Ja. Hochverrat. Hochverrat, ja. Todesstrafe. Todesstrafe, ja, auf der Umräume. Also in der Beziehung, Mann. Ja, zur Beziehung. Melody! Ja. Du musst dich auch unbedingt ausmachen, ne? Ich müsste. Das war gut. Wir wollten gerade mit dir rausfahren. Gerade. Bist du Kind? Dann funke ich dir an. Kommt keine Antwort, funk an, ruf Lawrence an. Lawrence sagt, keine Ahnung, was ich wieder ist. Der ist mit Richmond weg. Okay, ich bin jetzt ein Arschloch. Okay, ich sag dir, was ist. Aber ich hab auch irgendwie, weißt du, ich hab auch ein Herz, weißt du, was? Ja, aber das muss sie doch wissen inzwischen. Ihr kennt euch doch jetzt schon ein bisschen. Weißt du, oder bin ich zum Arschloch, sag mal ehrlich. Manchmal, ne, aber meistens bist du nett. Keine Ahnung. Zu den richtigen Leuten, ne? Was heißt das denn jetzt? Naja... Wenn hört jemand dich abfuckt, dann bist du nicht nett. Ja, das ist auch normal, oder nicht? Normal. Wer? Richmond. Ist das? Nein, das ist nicht Pinsel. Hallo, Mr. Richmond. Bitte einmal auflegen und die Waffen abgeben. Sind Sie selber schuld? Die Waffen abgeben. Ich bin selber schuld. Kommen Sie zum Pinsel. Reiche Pinsel nicht. Dann komme ich gleich direkt nach oben. Ich komme. Ich bin da. Nein. Na gut. Ist er weg? Ich muss mich beeilen. Wenn man Flugmodus hat, ne? Ja. Kann man SMS erreichen trotzdem oder? Weiß ich nicht.
Soll ich dir schreiben? Mach mal an. Warte, ich kann. Ich hab Flugmodus. Okay, schreib dir. Nein. Hab dir geschrieben? Jo, ich hab bekommen, Ah, warte, okay. Schreib. Oh, ich kann nicht, Mr. Winnie. Ich rufe Sie zurück. Morgen. Okay, wissen Sie, wo Melanie ist? Sie hat gesagt, sie will weg. Wissen Sie, wo sie ist? Okay, tschüss, Mr. Winnie. Leute, was macht ihr denn mit der Tür? Wir haben eine böse Zuckung, Mann, weil du deine Freundin vergrault hast. So, jetzt versuch mal deine Freunde zu erreichen. Guck, du machst ja auch schon mit. Ich will ausreisen. Ja, ich wurde gerade gekündigt im BD. Scheiß auf deinen Job jetzt. Nein, ich meine, ich wurde gekündigt. Ich... Oh, die geht denn dran. Ja, gut, klar. Schreib ihr in das SMS, schreib, wo die ist. Scheiß die, Mann. Jetzt läuft das Lied schon wieder. Wo ist Hobbs? Wo ist Hobbs? Einen schönen guten Abend. Ich suche jetzt dieses scheiß Tagebuch, hab ich herbestellt. Oh, okay, einen Moment. Wir fahren jetzt wieder auf den Flughafen. Wo sind die Hobbs? Ich bin bei Steven und, wie heißt du da hinten? Dem alten Mann im Auto. Griff. Den alten Mann, ich will Mr. Griff. Die sind selber schuld wegen ihrem Tagebuchklau. Mr. Wishman hat das Tagebuch geklaut. Ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, aber sie hat gesagt, du hast es weitergegeben. Das stimmt. Ich dachte, sie gehören dazu und holen mich jetzt alle ab. Nein, verdammt, scheiße, ich will. Können sie nicht einfach fahren? Oh Gott. Ich will doch nicht, dass jeder. Meiner Tochter. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir sind alle am Flughafen. Komplett mit euer Taxi. Ja, ich hab noch nicht gefunden. Ellie? Ja, leg doch einfach auf! Ich erwarte heute große Einsatz von dir. Ja, gut. Du musst machen, Bolli. Schon neue Erkenntnisse, wo Melody ist? Warum suchen sie dich denn schon wieder? Was? Ist die hier unten? Richie, wo bist du? Noch nicht. Nee, ist nicht da. Ich will nicht gefunden werden. Sie nicht wieder. Ja, deswegen funke ich ja extra nicht. Gehen Sie mir nicht auf den Sack. Funk? Ja, ich will wissen, wo meine Tochter ist. Wir sind alle am Flughafen. Vorher kenne ich sie gar nicht. I don't know what happened. Ich hab sie als Geisel. Alle lesen das Tagebuch, alle lachen mich aus. Und du bekommst sie erst wieder, wenn ich... Du willst dich also verstecken, ja? Ja, wo kann ich hin? In Jena reichen. Ja, ich hab nichts. Eine lange Strecke oder eine kurze Strecke? Okay, wir machen Folgendes, ja? Irgendwas Neues? Wenn Sie nicht wollen, dass ich Sie jage und glauben mir, ich werde Sie jagen und ich werde Ihnen eine verfickte Kugel in den Kopf jagen. Ja. Werden Sie... Kannst du auch meiner Wohnung unterkommen, wenn du willst. Ich soll mich kurz anrufen. Das ist aber schnell eskaliert mit dem Tagebuch. Das war nicht geplant, dass es so schnell geht. Eigentlich hatte ich eine Idee, was ich mache. Ich wollte sie konfrontieren. Jetzt, also, tatsächlich, sie hat jetzt mich angespielt. Eigentlich wollte ich. Sie antwortet nicht. Hier ist Phase. Wo sind Sie, Sie gottverdammtes Arschloch? Aber wenn du das Auto davor parkst, ist es auch fertig. Ich bin auf der Suche nach Ihnen. Dann packst du einfach. Ich glaube, ich pack das aber oben ein. Pass auf. Melody, ich stecke dir jetzt hier was. Eine Socke in den Mund. Fessel dich hier dran. Was denn? Stuhl. Schon gut. So. Nichts Wichtiges. Ich will jetzt zu Richie gehen. Ja, damit du Bescheid weißt. Ich wollte selber nicht kommen, oder? Nee, ich wollte nur allein. Aber du darfst nicht selber. Bitte sag nichts, das ist mir wichtig. Ich komm gleich wieder. Ich sag schon nichts. Wir sehen uns.
Welche Baustelle? Es gibt viele. Wir sind geärgert und das war ein bisschen traurig. Die Baustelle direkt neben dem Park. Das ist die traurig und... Okay, ich bin zwar ein Arschloch so, ne, aber... Wenn das so ist, hey, das kann ich nicht. Wusste, Junge. Ich höre gerade mehr... Ansonsten ist kündig. In dem Park, in dem harmonischen Stadtpark. Ja, sagen Sie mir, wenn Sie vor Ort sind, dann komme ich da hin. Ich will meine Tochter sehen. Okay, die kann ich Ihnen nicht mitbringen. Ja, telefonieren 2 Minuten und Sie sind die ganze Zeit an einem Ort. Sie verarschen mich doch gerade, Mr. Briggs. Ich bin professionell, das auszuspielen. Okay, ich bin gleich da. Okay, was ja. Ich bin gekündigt, ich geh im Fick. Klare Sache. Ja, ich höre euch. Weißt du nicht, wo jemand abhängt, wenn du mal oder sonst was? Du bist der Daddy. Dann einfach wegzulaufen. Ja. Ohne Tschüss zu sagen. Ich sage nur Tschüss. Weil ich mich so da schäme und weil ich was anderes zu tun habe. Leider nicht. Ich leg die Marke auf. Das geht dich nicht an. Das macht mich selber so traurig, das ist so krass. Ja, mit dem Boyfriend hier, Pinsel, du musst das auch wissen. Du hattest eine Deadline vom Commander, eine Woche keine Scheiße bauen und dann beschwert sich jemand bei der Streifendienstleitung, dass er dich nicht erreichen kann und nicht finden kann und du nicht erreichbar bist und ihn wegdrückst. Was sollen wir denn machen? Wer? Der Lawrence hat mich nicht mal angerufen. Mich hat niemand angerufen, Luke. Niemand. Ja, der Lawrence lügt. Der Lawrence. Weil ich ihnen den Scheiß reinhauen wollte. Wahrscheinlich hat er versucht, meinen Arsch zu retten. Und er hat mich nicht angerufen. Hat er nicht gemacht. Aber ich bin nicht so. Dann ist okay, ich zieh den Kürzeren. Aber mich hat niemand angerufen. Niemand. Ich kann dir mein Telefon geben, ich zeig's dir. Aber niemand hat mich angerufen. Nein. Wo sind Sie? No, ich bin jetzt da. Ich gehe bei so einem... Ich bin jetzt da. Fahren Sie mal Richtung, also von der Baustelle Richtung, den Laden hier, wo man nimmt. Die Verwahrstelle. Verwahrstelle. Wo sind Sie denn hier? Wir müssen die Playlist erweitern. Ja, was gibt's? Sag mir ein anderes, nenn mir ein anderes Lied. So, sehen wir uns wieder. Mr. Briggs. Mein Gott, ey, das ist ja ein Spaß, der Lord, ey. Ist das wegen dem Tag? So, Richie. Ja, wo ist Melody? Wo ist das Tagebuch, Richie? Und dann, ja, dann hat halt Lee so eine Idee, dass wir sie ärgern können. Okay. Sollen wir nicht fahren? Dann halt ein bisschen auslachen, so Spaß. Dann geben Sie mir das Tagebuch. Wartet, oder? Ja. Wir sind zu viele, komm. Okay. Sind ja keine Knarre. Kannst du den ja durchfahren? Ich weiß, wo Melody ist und ich werde sie verhungern lassen. Warte, ich hab noch... Wie lange denken Sie, wird ein Mensch ohne Essen auskommen? Ah, nee, doch nicht. Geht wollen nicht. Wollen Sie wirklich Scheiße. Mit mir spielen? Ich möchte nicht mit Ihnen spielen. Wow, beruhigen Sie sich. Um das verdammte Leben meiner Tochter und ich glaube mir, ich würde über Leichen gehen. Wo können Sie das Tagebuch? Und du bekommst deine Tochter wieder. Warte, ich werde angerufen, ja? Einfache Geschichte. Wer ist da? Ich werde jetzt langsam auf den Boden legen. Ah ja, was ist? Okay. Mit Lee. Natürlich. Hello. Ja, die anderen stehen am Flughafen. Ja, genau. Weißt du, was die getan haben? Was war ich in deinem Haus? Ja. Ich werde es jetzt hier hinlegen. Ja? Wo, sag mir, wo sie ist. Nein, war ich nicht. Ich sehe es. Also doch war ich, aber anders. Ich wüsste, du bist ein scheiß Vater, ne? Also ich weiß, was die gemacht haben, aber ich hab Schuld, auch. Wir warten auf deine Tochter, du machst genau nichts. Also auf jeden Fall, dass er sich freut. Weißt du, wo Melanie ist? Okay, das sollte das Tagebuch sein. Schon länger her, den haben so. Sie wollen ihre Tochter haben? Wo hast du sie gesehen? Da oben auf dem Kran. In der Southside, wo? Da ist sie. Es ist ein Stuhl befestigt, oben auf den Kran. How are you? Wenn ihr niemand in 3 Minuten runterhilft, also, glaube ich nur noch 5, 2 meine ich.
dann. Achso. Ich hab ja ihre Privatnummer, wenn du die haben willst, kann ich dir gerne geben. Nein, nein, die habe ich schon. Nur Scheiße, sie Scheiße. Gebaut und Scheiße. Ja? Sie ist sehr, sehr traurig. Schnell, bevor der rausfindet, dass das nur ein Trick war. Okay. Ist ein liebes Drama. Wisst ihr, wo sie ist? Nee, keine Ahnung, wo die ist. Ich hab die schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Mal runter und darf erstmal Krankenhaus durchziehen. Scheiße! Melody! Bye bye, Sorgen um dich. Genau, ich bin sie. Wann denkst du, wie die heißen? Ich umsonst aufgenommen. Selbst kennst du den Fußballer? Der Alter! Fucke Scheiße! Marie. Mach keine Dummheiten, gib auf dich acht. I don't want football. Ich wünsche, dass es dir gut geht. Yeah. Vielleicht in dein Haus. In meinem Haus? Du kannst versuchen. I don't know. Where do you live? Ich habe ein Navi-Marke. Hey, ich habe das Tagebuch. Du hast ein Tagebuch? Ja. Da, weißt du, wo ich wohne? Komm da hin, schnell. Wo wohnst du? Am Golfplatz. 7046. Gib Gas. Warte. 7046. We need a gas station. 7046. 7046. Abstecher, ja, wir müssen schnell tanken. Sehr schnell. Ah, oh, okay. Okay. Ich komm. Bis gleich. Okay. Bis dann. Ich hab Kanisters zu Hause. Hier ist in der Tankstelle. Geht okay. Sehr schnell, ja? Ja. Melody, hörst du uns zufälligerweise im Funk? Wenn ja, mach uns alle Sorgen, verdammt nochmal, wo bist du? Oh oh. Schaffe wir, I'm Optimus Prime! Du musst gut rollen lassen, sag ich dir. Schaffe wir! Wo ist meine Tochter? Wissen Sie, wo Melody ist? Nein, wieso? Niemand weiß, wo sie ist. Sie ist spurlos verschwunden. So knapp. Wie sie kann. Was? Wie spurlos verschwunden? Ja. Irgendwie, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Sie meinte nur, sie würde das Land verlassen nun. Keiner weiß, wo sie ist. Hast du mit Finn mal gesprochen? Selbst er weiß es nicht. Der ist auch auf der Suche. Überraschungsmoment. Ja, dann würde ich mich sonst gleich anschließen. Ich bin eh außer Dienst. Ach nein. Ja, wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Aber war die denn mit irgendjemandem unterwegs? Nein. Nicht, dass ich wüsste, ich also ich weiß es leider nicht. Was ist das für eine Frage? Okay. Kannst du ansteckende Erinnerung schicken, ja? Und sonst irgendwelche Bär von dem Taxi, irgendjemand da? Nein. Naja, die suchen auch alle. Okay. Okay. Nee, dann schließe ich mich auch mit an. Genau. Ich warte nur gerade noch auf dessen. Beweis mal, Mama Kussmund. Ja, das ist ja nett. Ja, eigentlich wollte ich irgendwas anderem anrufen, aber es ist gerade nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Wicked Face. Gibt's nicht so Lieblingsorte, yeah, wo die man schaut? Anna, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt mal für ein paar Tage weg. Ich weiß nicht. Ich fahr grad mal auf den Kopf. Anna, du bist mein bester Freund. Ja, wir suchen sie jetzt. Ja. Ich bin jetzt mal weg. Kann ich verstehen. Nee, du mit Melody, du kennst mich kaum, aber was ist passiert? Das ist voll am Herz. Ich hab mein Tagebuch verloren und Pinsel hat's gefunden und... Platz verbreitet und jetzt lachen mich alle aus. Hey, Taxifahrer! Ja. Was? Hast du einen Job für uns? Wer ist Pinsel? Hast du einen Job? Findet Melody! Hobby, Hobbsy. Wie, was ist mit Melody? Mr. Hobbsy, ja, sie will ausreißen, wir suchen sie gerade überall. Warte mal, ich hab ihn nicht gehört. Ja, ich dachte, was? Sie will irgendwie ausreißen, wir suchen sie gerade überall, findet sie. Also deswegen hat sie... Die war im Cannes Gewerbepark. Die hat da ein Auto abgeholt, so ein pinkes... Hat, fährt sie so einen pinken Kleinwagen? Ja, sie hat so einen pinken Smart oder was? Dann war sie vor einer Viertelstunde, war sie da. Mechanisch Gewerbepark. Okay, okay. Ich bin zu Hause. Sucht weiter, falls ihr sie findet, dann meldet euch bei mir. Mach ich, aber ey, ich brauch einen Job. Ich mach mir Sorgen. Ich hab jetzt auch ein paar Tage gezeltet. Ich sag dir, das war mir eben schon, da war sie nicht da. Ich hab ne... Melody, wo bist du? Ich hab ne kleine Wohnung. Ja, ich bin gleich bei dir. Mach das. Mach das. Und wir melden uns, wenn wir sie sehen. Ja. Ich bin so enttäuscht, Alter. Sie umbringen? Nein. Ich wusste, ob ich mich nicht verlieben wollte. Melody, nicht weinen. Ich muss gleich auch mit meinen. Melody, du, Anna, du solltest dich nie verlieben. Weißt du, warum? Hey, Leute, ich hab das Auto bekommen. Das ist so ein... What? Wo? Vor 15 Minuten hat sie beim Gewerbepark ihr Auto rausgeholt. Ich muss gleich auch weinen. Anna. Anna, das ist, als ob du jemandem eine Pistole gibst. Welche Pickelkarre? Der kann einfach deine Brust, kann er einfach auslösen, weißt du? Mach das nicht. Ist man ja tot. Ja, und genau so bin ich gerade, Anna, tot.
Melanie, sag mir sofort, wo du bist. Ich komm vorbei. Sofort, Melanie, kann ich so nicht alleine lassen. Melanie, sag mir das. Ich kann es dir nicht sagen, Anna. Ich muss es. Ich brauch Zeit. Und ich werde wieder zurückkommen. Und ich werde nicht mehr so sein wie vorher, wenn ich wiederkomme. Aber nee. Aber du brauchst jetzt erstmal jemanden, der für dich da ist. Wenn du so, du klingst total, dir geht's nicht gut. Ich mach mir was Sorgen. Was mit dem Motorrad? Ich verrate niemanden, wo du bist, wirklich nicht. Versprochen, Melanie. Ich hab keine Ahnung. Bild, Anna. Ja, und du bist ein verdammtes Arschloch, weil du sie dazu gebracht hast, dass sie verdammt nochmal das Leben lassen. Ich hab gesagt, Junge, wenigstens weiß ich, was passiert. Dass das ganze Motorrad wurde, was in der Vergangenheit war, alles so weit gar nicht, du Vollidiot. Ich bin ihr bester Freund. Du bist ein scheiß Daddy, der nur bei ihr landen will. Ich bin nicht in der Stimmung, Alfonso. Entschuldigung. Schick dich in deine Stimmung. Hab mich verschluckt, ja? Alles gut. Kein Problem. I almost died. Ganz ehrlich, du bist doch nur eifersüchtig auf Hopf. Ganz ehrlich, du möchtest am liebsten deine Beziehung eingehen. Du bist doch gar nicht so. Ey, was ist das? Ich hab die Hand. Junge, ich schwöre, ich sag dir nicht. Wem sagt er das? Junge, ich hab Juna. Wenn ich wollen würde, hätte ich schon deine Tochter schon längst geknallt. Aber nein, will ich nicht. Weil das einfach nur meine beste Freundin ist. Ich würde gerne was sagen im Funk, aber ich halt mein Maul. Das ist. Beste Freundin fickt man. Das ist viel besser, wenn ich gar nichts sage. Ich weiß ja, nicht, wo sie... Ja, Weg, Rentner! Ey, das bringt uns keinen Schritt weiter. Ich hab kein... Das ist so spannend. Warte mal, gib mir das Tagebuch. Wo ist der Rückzugsort? Ich bin Diary. Hier. Nein, Mia. Gib rüber, Lee. Hier. Gib rüber, Lee. Lee, gib rüber. Da, gib's mir. Gott, wieso ist doch diese scheiß Insel so groß? Danke. No problem. Gib rüber, Lee. Gib mir das Tagebuch, Lee. Ich brauch das Buch. Wer ist nach hinten? Da hinten lief jemand. Warte, komm. Komm mit. Ich hasse es aber. Bleib zu uns. Ja. Bleib. Was hast du? Ja, aufsuchen. Was soll ich sonst machen? Ich werde ein paar Tage mit mir im Spiel bleiben. Entschuldigung? Zerreißt mich von Sinnen. Oh, ich weiß, ihr seid... Ich wollte doch gar nicht stören. Hi, grüß euch. Ich wollte nur fragen, habt ihr eine Frau mit pinken Haaren gesehen? Nein. Okay, dann, sorry. Weitermachen. Aber ich mache es nicht. Du wärst am Flughafen. Boah, ich dachte... Aber ich sehe den Schmerz. Ich habe vor 20 Minuten gesagt, dass wir mit Schiff jetzt rumfahren. Und Melody sind von einer von euch zum Flughafen warten. Ich lausche dem Taxifunk. Sie suchen mich. Doch, es war zu viel. Was? Es gibt noch einen Flughafen, ja? Oben! Ich bin schon zu Hause gekommen. Piep, das Buch ist leer! Piep, das ist leer, das Buch! Rich, ihr habt mich verarscht! Wenn du die heute noch siehst, ruf mich direkt an. Sie wird gerade vermisst. Okay. Richtig. Okay, ja, check, hab ich soweit. Gut. Danke dir. Ich weiß nicht. Vielleicht. Mr. Wishman, wo ist das Buch, das Tagebuch? Allein mit mir selbst. Allein mit meinem Lauf. Wo ist das Tagebuch? Piep hat es. Nein, Piep hat es nicht. Piep ist bei mir. Ich lasse mich nicht verarschen, Herr Hobbs. Ich werde es ihr persönlich geben, ich hab's gelesen. Warum Herzen machst du auch eine Melodie, habe ich das Gefühl, Junge. Steht da was drinnen von einem Ort? Aber kein Bock auf Stress? Nein. Ja, da steht was drin von einem Ort. Mir hat sie nichts getan. Ich find sie nur nervig. Nein. Boah, jetzt bin ich aber definitiv morgen und was mit hier? Warum
lesen Sie das Buch von Ihrer Tochter? Ich weiß, was da drin stand. Ich habe da nichts reingeschrieben. Pieper, hier, was steht da drin? Pieper da reingeschrieben. Nur froh, dass ich das Tagebuch fallen lassen. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieses Tagebuch die Runde macht und dass Pinsel das weitergibt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich werde jetzt tatsächlich, also ich werde jetzt tatsächlich mit Konsequenzen reingehen, ja, über einen längeren Zeitraum. Am Pier ist sie nicht und bei mir zu Hause auch nicht. Denken Sie mal so nach. Melody kennt sich gefühlt null in Los Santos aus. Melanie kennt sie nicht. Ja, sie kennt sie wirklich nicht aus. Also die müssen dreimal nachfragen, wo der Staudamm. Ich war zum Staudamm. Wir fahren zum Flughafen Sandy Shore scheinbar. Ansonsten, was ist, wenn die auf Mount Shea landet? Damn! Das ist ein langer Weg. Ja, das ist ganz schnell. Ja, also. Das würde ich Maybe she's zweifeln. Dead! Also, ich würde jetzt. Schaut sie! Ja, wir haben eine Selbsthilfegruppe und das wird übrigens. Das Hilfe. Okay, pass auf, wir gucken sicher, mal am Flughafen, dann rufen wir wieder an. Ja, ja. Bis dann. Am Flughafen, What the fuck did I do? Du kannst doch nicht so positiv gestimmt sein. Ich doch. I'm always positive, man. Ja. If you have stress, glaub ich dir. Fucking ugly. Mir geht's gut. Was meint der? Ich weiß nicht, der spricht fließend Deutsch. Explodiert meine Gedanken. It's a good song. Halt. Ja, aber das heißt doch. Wenn, das heißt so viel wie. Überleg doch mal. Du kannst Deutsch, was heißt das? Ich kann Deutsch. Boah, der drückt jetzt auch noch richtigen Text, damit die damit richtig reden. Reden die ganze Zeit Deutsch. Oh, fuck you. Das tut weh. Oh, so ein bisschen, was kann ich auch? Etwas eingelassen zu haben. Oh, das war Wiggle. Gefahr, meinst du, das bringt sie raus aus gerechtigen Flugmodus? Ich glaube, ihr ist das scheißegal, das Unternehmen. Weißt du? Ja. Oh, ich weiß nicht, wo sie sein könnte, wo mich rein auch man in da anzuvertrauen. Was denkt sie denn? Soll ich das finden? Mich niemals zu verlieben. Um mich dann doch daran zu verlieren. Weil ich dachte, mir wäre anders. Ist sie das? Ah ne, das ist scheiß Yoshiko. Oh Junge, 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 Junge. Oh mein Gott, ey. Komm mal nicht, Leute. Bitte, versuch nachzudenken. Wo sie sein können. Yoshiko, du Dumme, ey. Ich schwör's dir, ich bin nicht so geboren, ey. Ich schwör's dir, du bist einfach von nichts so geboren, ey. Du bist echt so Müll, Digga. Hast du Melody gesehen? Nimm mir einen vernünftigen Grund, warum. Hast du Melody gesehen wenigstens? Da hinten in dem Hotel können wir noch gucken. Oh ja. Da waren hey! Sie. Also wenn es jemand nicht weiß, dann einer, der mit dem Laubgebläse hier rumrennt. Leute, Leute, auf Wiener hat sie geschrieben, dass sie weg ist. Hey, Mister! Haben Sie gesehen? Pinke Auto? Kleiner? Pinkes, kleines Auto? Hab ich nicht gesehen, ne? Okay, okay. Mähen Sie weiter. Bye bye. Okay. Fahren wir hier links. Links. Boah, ich überlege, ob ich mir Stefano auch noch einen Text gebe. Dann hier in dem Hotel. Hier? Ja? Stefano hat richtig schlechtes Gewissen. Halt mal hier an. Da vorne am Automaten. Warte mal. Ich hatte hier mit dir ein Zimmer, als wir im Zeugenprogramm waren. Oh, really? Die Texte, die ich guck mal. Schon echt hart. Ihr könnt mitkommen. Ihr könnt doch mitkommen. Stefano, du warst einer der Leute, Wie schlimm war der Ärgerversuch jetzt wirklich? Also deine Fresse, was ist überhaupt? Ich kenne dich gleich. Ich und Pierce suchen weiter, gell? Ja?
Ja, findet die Mann, ey, ich wüsste, ey, das ist mir voll. Mein Herz blutet gerade, ey, ich wüsste, ich bin zwar ein Arschloch, aber. Also, wenn das dann so, weißt du, wenn jemand dann. Ich kann das nicht. In meinem Käfig. Hey! Lebendiger als. Schieß sie doch nicht auf! Bin ich mal. Warum nicht? Ich weiß nicht! Hey! Beziehungslos durch die Straßen lief. Damn! Was für ein. Sie ist hinter Tür am Ein lustiger Kopf gewesen. Einer, mit dem ich gern. Komm nicht rein! Habe. Ich hab deine Taxis echt mit meinem Leben. Ist offen. Ich hab sogar eine Kugel in den Boden geschossen, als jemand mit dem Baseball. Warte! Warte dir auf! Ich bin bereit! Ich guck auf Okay, ist offen. Ja. Okay. Obwohl. Stell rein! Geh rein! Beim ich komm mit! Open up! Aber es ist eine Anzeige zu kassieren. Nur ist jemand da noch? Ich seh keinen. Ich seh auch niemanden. Ist da jemand? Aber ist hey, das macht dich gerne lustig über mich. Ich hab ein Baby wach gemacht. Schnell raus hier, schnell raus hier. Ich seh da mein Baby. Das lag ich hier, als ich im Telefon gehört habe. Halt noch immer. In meinen Ohren. Das zerstört jetzt durch alle Zimmern gehen. Ja, wegen mir, genau. Und nicht, weil ihr die ausgelacht habt. Und das Wissen ist nicht nur du, sondern auch Linse. Oh Gott. Mein Vertrauen. Nein, ich habe euch verhindert. Ihr wolltet dafür Geld sogar. Die Duschen! Raus! Weg! Die Duschen! Ja, ich hab einfach nur gelacht, du und so mehr und nicht. Ja, du lachst sogar jetzt sogar noch. Die lässt halt über dich empfohlen. Ja, aber wir haben doch nichts zu tun. Die sagen, Stefano sagt zu Lichman, hey, du Idiot, hast people leben lassen, nicht ich. Komm. Ja? Yes. Und was ist bestimmt an irgendeinem Ort, wo ich niemals draufkomme. Human Labs? Nee. Sie, du hast davon ihr gehört. Ich weiß jetzt eine harte Zeit, nee, hab ich nicht. Ich hab's nur mitbekommen, dass sie verloren gegangen ist oder so. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Gott, wer sind Sie überhaupt? Anna! Mr. Richman! Ja, ich bin echt ein Pech. Gut, gehen Sie mir nicht auf und sagen, ich muss meine Tochter suchen. Wienet! Ja! Nicht 07. 11. Bitte 11. Okay. Hey, haben Sie gerade mein Passwort gehört? Müsst du mir die Daten anrufen? Nein. Hey, alle. Sie ist online hier. Sofort. Bin weg. Sofort. 41 Minuten. Ich hoffe, es ist abhauen. Ich schwör's dir, ich mache es wieder gut. Ich werde diese Frau finden. Okay, ich habe mir das Web geschrieben, dass sie weg ist. Alle Flughafen. Ich bin in Hamburg. Guten Wolke 4, das Ding ist. Ich habe dein Tagebuch gelesen. Hey, schreib hey! Gut geschrieben. Weiter so. Schreib mir über. Ja? Vielleicht da hat er nicht stumm gestanden. Jung. Oh, ich okay, hab ich das habe ihn nicht. Sehr gut. Ich habe auch geschrieben, dass ich den ihr Tagebuch der gelesen weiß. Habe. Du wolltest ja so gut schreiben. Hör Nein, auf, können jetzt das noch ist draußen das chillen und warten, bis mich jemand findet. Aber nee, ich belasse das jetzt dabei. Ich mache Lösch die Nachricht. Die kann man nicht mehr löschen, ne? Die ist online. Wenn man einmal im Internet ist, dann kann das Internet nicht einfach löschen. Ist, Junge, können wir das jetzt echt noch eine Weile geben? Es ist echt super spannend. Mann, ich hab scheinbar Scheiße gebaut. Aber ich verlasse das jetzt dabei. Ein bisschen Pause. Vielen lieben Dank. Ich verstehe nicht, warum wir alle haben Kopfschmerzen. Ihr müsst gelassen sehen. Ja, eben. Next girl. Wir sollten das alles gelassen sehen. Yeah, next girl. Pinsel, next girl. Yeah, next girl. Was heißt das? Nächste Frau. Ah, nächste Frau. Ja. Yeah. If my family alle dies, Flughafen, alle. Next family. Ja. Wenn, bei... Ich muss fast da, 3 Kilometer noch, ja. Yeah. Und dann? Was kann ich schreiben? Kein Kopfschmerzen, ja? Yeah? Wo gehen wir denn jetzt gucken? Und Flughafen, oder? Der Fahrer hat gesagt, ich soll sofort runterkommen. Die Ahnung kriegt man, wenn man das Telefon aus hat. Wir haben ja nicht mal was gelesen. Ja, nicht mal was gelesen. Oh, das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Ich höre es, ja. Ich höre sogar. Daisy, danke für den Sound. Auf den Haaren. Don't worry, Pinsel. We find her, man.
Wenn man das ans Herz gewachsen, ja, ne? Hört man das so? Ja. Na gut, ey, ich bin jetzt gerade so. Ich will. Ich will mich richtig sehr voll machen mit dem Rad, ne? Vielen, vielen Dank, danke schön. Aber ich will die eigentlich gar nicht raiden. Weil. Sagen wir dazu, dass noch. Hä, natürlich, ihr wisst, dass ihr RP trennt, ne? Also RP wird immer von den Streamern getrennt. Ja, ist jetzt passiert, also. Ne? Was im RP passiert, betrifft nicht uns Streamer. Bitte trennt das, okay? Also wir schreiben uns dann am Ende und schreiben alle, das war richtig gut okay, heute. Ich rede jetzt mit mir selber. Steht da irgendwann drin? Ich will nicht raiden. Ich würd mir so wünschen, dass ihr auch den anderen nicht sagt, dass ich offline bin. Weil auch wenn die so natürlich... Ich schon zweimal oder dreimal hingefallen. Fuck you! Das ignorieren, aber irgendwie hat man dann trotzdem im Kopf, ja, okay, wie ist ja eh offline. Das kann ich. Also es wäre echt cool, wenn ihr gar nichts sagt. Okay. Hör auf, gelöschte Nachrichten zu nehmen. Ich gucke gar nicht mehr in den Chat, du irrer Hund, du. Was macht er? Was ist das? Also ihr könnt euch jetzt gerne aufteilen, aber ich würde euch jetzt eigentlich ungern irgendwo hin raiden. Ihr könnt euch gerne aufteilen. Teilt euch still und der leise hat das geschrieben. Auf. Wart ihr schon unten? Habt ihr schon geguckt? Ne? Nee, noch nicht. Wir warten jetzt hier auf die... Knister, Kell, Furki... Wenn ich metern will, dann mach ich einen Stream aus. Ich spinne. Da würde ich schon nicht daheim mit einer Stunde hier rumfahren und suchen. Was ist das? Ja? Wo sind sie? Wo ist sie? Oh. Die hat mir jetzt geschrieben, dass sie jetzt abhaut. Wo denn? Wie, die haut ab? Wohin? Die hat auf jeden Fall geschrieben, ich bin weg, bis dann. Bye, bye. Wir kriegen keinen Hinweis, gar nicht. Ja, ich hab ja drunter kommentiert. Ja. Wir haben im Wiener sie angeschrieben. Nein, die hat mir eine SMS geschrieben, jetzt eben gerade. Okay, warte mal. Steven hat eine SMS bekommen mit dem Wort, sie ist weg. Wem gehört das grüne Auto? Das gehört Richman. Ist Richman schon hier? Steck rein. Wo, sind sie auch hier? Ja, der ist unten. Ja, okay. Ist unten in der U-Bahn reingerannt, hier ist aber ja. Keiner. Okay. Da ist keiner. In der U-Bahn. In der U-Bahn ist keiner. Nee, ich bin unten. Sicher? Ja. Ich bin sehr froh, dass Pinsel das Tagebuch weitergegeben hat. Weil er hat damit... Der hat damit so insane viel RP jetzt aufgebaut. Jungs, und obwohl ich offline gehen wollte. Das ist perfekt, weil zwei ich wollte... Ich dachte morgen so, okay, ja, morgen nach CTC und wieder die. RP. Ja, aber eigentlich ist es schlau, wenn ihr werdet bis 7 Uhr morgens hier warten. Wow, Richman! Alter! Was ist da? Die haben mich verarscht! Wo wurde geschossen? Unten. Oh, ich glaube unten. Oh Gott. Nee, ich sag jetzt auch gar nichts im Funk. Was ist denn jetzt? Sie haben mich verarscht! Sie haben gesagt, sie haben meine Tochter! Ich bin der langsamste Treppenläufer, die ich hier erlebt habe. Ich hab Anna, hab ich jetzt auch. Also ich hab auch Anna jetzt sozusagen einen kleinen Ball hingeworfen und was auch immer Anna damit anstellt. Ich hab gesagt, Pinsel hat mein Tagebuch gedingt, vielleicht geht sie mit rein. Warum? Also Anna kann jetzt halt auch mit reinballern. Aber die informieren gerade gefühlt die ganze Stadt. Ganz dick, danke für die 3 Monate. Wie heißen die anderen Streamer? Ich stream nur Carrion. Geht's raiden? Also Carrion, Mr. Ritter. Ich bin bereut! Schießt jetzt nicht mehr auf dich! Aber ihr könnt euch doch, also wie auch immer, teilt euch gerne auf, wo auch immer ihr hinkommt. Ich bin optimistisch, ja? Aber ich glaube, es ist zu spät. Piep ist 1 René und das ist Rock. Was ist denn nach? Genau. Get you a new daughter! Stefano, get you a new best friend! Ich guck wahrscheinlich jetzt auch mal in die Streams rein. Get you a new girlfriend, man! Könnte ich die Waffe wegpacken, Richie? Okay, Leute, wir machen das wirklich so. Wir werden uns aufteilen. Oben, Griff! Ich hoffe, du wirst bis Juma morgens oben bleiben. Ihr beide bleibt hier unten bis 7 Uhr morgens. Und, Richman, du bist im Norden Flughafen 7 Uhr morgens. Ich bin morgen 8 Uhr. Und ich werde ein bisschen ausruhen, okay, Leute? Das war mir ein bisschen viel zu Stress heute, ey. Reden wir zusammen, hättet euch bei mir. Sehr gut, ich mache mal mit Stefano mit. Komm gerne auf den Discord, falls ihr irgendwas verarbeiten müsst. Ich bin auch nur auf dem Discord aktiv. Fuck your mom! Mach's einfach. Hell no! Also, warten wir jetzt nicht bis 7 Uhr morgens hier? Also ja, ihr? Scheiße, nein! Es muss lange Zeit in Hölle vergehen, bevor ich warte hier bis 7 Uhr morgens. Ich hab wieder länger gemacht, als ich wollte. Nein, sie wird nicht ins Sperrgebiet gefahren sein. Ja? Nein, das ist gut! Ich hoffe nicht, dass sie das gemacht hat. Weil da gehe ich auch so nicht rein. Ja, keine gute! Das ist das Problem, weißt du? Das ist nix. Darf ich jetzt hier mit einsteigen? Na komm, das Flughafen ist Sperrgebiet. Also die Flugfläche.
Also, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt noch kommt. Bis morgen, Gib. Leute! Hinsel! Ja? Du bleibst Selber hier! Schuld. Gut. Dann. Hinsel, warte hier auf Melanie! Ja, warte auf Melody, wenn du es ruf an. Alles klar, ich warte. Das ist deine hier. Freundin, Junge, mach was für sie. Okay. Dann. Und entschuldige dich, dass du ihr scheiß Ding weitergeben hast. Hinsel, mach mal Boden sauber oder sowas, ja? Okay. Er wartet jetzt einfach hier. Bis 7 Uhr morgens, man kennt. Bye bye. Bis dann. Ja. Warte, so, wirklich stehen lassen hier? Gut. Bruder, die ist echt. Bin so stark ein. Mann, ey. Fuck it. Ja, der ist echt. Get your new girlfriend. Wie sagt der denn? Also, komm morgen mit mir, Unicorn. Ja, Digga, was noch, Digga? Müssen wir sie denn abholen? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. It's not my problem, man. Ja, das ist ein Weiberkram, Digga. Von sowas denke ich gar nicht, selbst. Ich hab schon wieder vergessen. Und was ist, wenn die jetzt hier hinfällt bei unserem Glück? Willst du hier warten? Ich nicht, aber vielleicht du. Hell no! Okay, dann fahr. Richmond kann warten. Ist doch seine Tochter. Yes! Aber so gesehen bin ich schuld, aber wir brauchen halt Hinweise, sonst werden wir sie niemals finden, oder? Richmond ist schuld. Ja, aber wo stehen denn Hinweise? Ja. In ihrem Tagebuch, oder was? Naja, theoretisch. Das habe ich mir gedacht, aber Richmond hat ein Tagebuch. Er gibt's ihn nicht ab. Ja. Ich hab's auch schon gelesen. Da steht aber nichts drin. Also ich glaube, entweder die... Sagen Sie mir, Sie wissen irgendwas. Zurückgezogen. Nee, leider nicht. An einen Ort, wo sie sich einfach abkühlen kann. Ich versuche mit dir gerade so Kontakt aufzunehmen, aber schwierig. Manchmal, ja. Frauen sagen nur Scheiße für Attention. Flughafen also, haben wir jetzt mehrfach abgeschlossen. Ich sag, wie es ist, ne? Ja. Wahrscheinlich sitzt sie die ganze Zeit über ihrem Handy jetzt, und wartet einfach darauf, dass sich Leute melden. Sie dürfen mich nicht verpetzen. Ich habe wahrscheinlich vergessen, dass sie... Okay, ich hab sie so angefangen mit dem Powerman. Wir müssen zusammenhalten und scheiß auf Daddy. Sie können mich Mami nennen. Aber SMS geht doch trotzdem. Okay, ja. Sie hat dann gesagt, sie hat ja alles verloren. Wo wart ihr denn? Ich bin übrigens gekündigt worden. Wollte sich nicht verlieben und hat es irgendwie doch. Und dann ist das Herz gebrochen worden. Und also irgendwie, irgendwas muss Pinsel verkackt haben. Könnte ja in einer WG sein und von jemandem. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, was er verkackt hat. Wo wart ihr denn? Könnten Sie sagen, weil Sie es nicht wollen oder weil Sie es nicht wissen? Ja, ich kann es mir vorstellen. Aber ich möchte es nicht weiter sagen. Nein, darum geht's nicht. Es geht aber um etwas Persönliches von ihr. Ja, das ist auch okay, das muss ich auch nicht wissen, geht mir auch gar nichts an. Aber wenn ich was höre und erstmal Kontakt zu ihr knüpfen kann, dass es besser geht, dann mache ich das erstmal, auch wenn ich mich dann später melde. Zumindest, dass ich dann vielleicht bestätigen kann, dass es ihr gut geht. Die ist weltklassisch. Weißt du, einfach Zeit lassen. Und weiß ich erstmal Bescheid, ich danke Ihnen, ich suche auch gerade weiter. Alles klar, wir suchen auch weiter. Tschüssi. Don't worry. Also ich werde noch gekündigt. Ich bin ja abgehauen, die können mir die Magen gerade nicht machen. Das kann schon gut sein. Richtig ruhig, richtig ruhig. Yes. Warte ein, zwei Tage, Pinsel. Und der Pinke Beach ist wieder vor dir, ja? Hier wäre noch eine Möglichkeit. Aber wo... Nach dem Motto, ich kann nicht schwimmen. Wo muss man denn nach suchen? Du musst nicht suchen. Hund kommt immer zurück. Das ist doch kein Hund. Oh, really? Ja, ah, nein, also, Yoshikova-Hund. I'm so sorry. Ich habe von einem berühmten Mann schon mal so eine Theorie gehört. Yes. Und könnt ihr meine Nummer einspeichern? Yes. Du hast meine Nummer schon. Ja, hab ich schon. Und du, wenn du irgendwas weißt, alter Mann? Ich bin gar nicht so alt. Naja, siehst aber verdammt alt aus. Ja. Liegt an der Bartwuchs. 788-615. Ah, scheiße. Ich weiß ja nicht mal, ob ich schon einmal nah dran war, ne? Das ist ja auch das Schlimme. Das ist so schlimm. Wenn ich es einmal kurz übersehen habe. Ging, ging. Hier hatten wir das Gespräch. Ist nicht. Was macht der nicht hier? Den Leute. Ich hab mitgenommen. Wir haben alle Orte abgesucht. Ich weiß nicht. Ich brauche Tipps. Ich brauche Hinweise. Aber sie meldet nicht. Sie schreibt. Ja, sie schreibt mir auch nicht mehr, ey. Friedhof! Das ist der Friedhof. Maybe. I don't know. Hat sie die überhaupt Sie, dass ich störe. Hallo? Kann man Ihnen helfen? Ja, haben Sie ein Mädchen gesehen? Melody. Nein. Also zuletzt auf dem Derby, tut mir leid. Also hier ist seit einer halben Stunde niemand gelaufen. Gut, falls Sie sie sehen, bitte rufen Sie mich direkt an. Griffmann? Stehen Sie im Telefonbuch? Notieren Sie das bitte schnell.
Ja. Sie wird vermisst. 371. 371. 677. Sie hat mir geschrieben. 677. Wenn wir was hören, sagen wir Bescheid. Vielen Dank. Hier. Ich werde verschwinden. Alle lesen das Tagebuch. Alle lachen mich aus. Es wird jeden erreichen. Es wird mich zerstören. Es macht die Runde. Wie ein Lauffeuer, was den kompletten Wald verbrennt. Am Ende bleibt nichts als Asche mehr übrig. Warte mal, ist das so eine Botschaft? Selbst wenn ihr das sagen würdet, ey, ich so darf es nicht verwenden. Aber bitte sagt es nicht. Bitte sagt es nicht hier im Chat. Wer ist sie denn? Doch, oder auch nicht bei anderen. Ich hab's doch gelesen. Ja, und was ist drin? Ich kann's nicht sagen. Ja, was hat sie denn so Schlimmes gemacht? Warte, da steht noch mehr. Nun denken alle, sie würden wissen, wer ich bin. Dabei kennen sie nur die Oberfläche nicht und wissen nicht mal, wer ich bin. Pinsel, du hast mich zerstört und das in wenigen Sekunden. Aber du weißt, wie sie ist, ja? Aber du wissen doch alle, dass sie eine kleinkriminelle Betrügerin ist. Oh, really? Ja, wenn nicht. Also, sie hat doch schon tausende Leute abgezogen mit ihrer Masche, oder nicht? Ja, also, sie meinte letztens, sie hat fast 100.000 auf Konto. Damn. Ja, siehst du? Das kommt nicht von ungefähr. Also, mir hat sie auch so einen Text geschrieben, ey, das tut mir voll leid, ey. Guck mal, ey. Die Scheiße. Was hat die geschrieben? Warum lachst du die hier? Weil die mir nicht zurückgeschrieben hat. Was hast du denn? Was hast du geschrieben? Ja, klar. Was hast du geschrieben? Bist ein sehr guter Mann, Cliff. Ich hab geschrieben, dass du ein Trottel bist und dass du zu unpassenden Zeiten manchmal deine Witze machst, aber dass du dir echt Sorgen machst. Dass Pinsel sich Sorgen macht, dass ihr Daddy sich Sorgen macht und dass er sie ja nicht umsonst aufgenommen hat und ihm offensichtlich was an ihr liegt. Also, selbst wenn sie nicht jeden hier als guten Freund bezeichnen kann, kann sie sich sicher sein, dass sie einen Kreis aus Verbündeten hat. Ich brauche das Tagebuch. Ich habe... Sie hat hier geschrieben, mach keine Dummheiten, gib Acht auf dich, alle suchen dich und wünschen sich, dass es dir gut geht. Meld dich bei uns. Hier brauchen wir nicht das Quatsch. So. Und dann heißt das, du machst nicht. Ist klar. Also mir hat sie geschrieben, Stefano. Du warst einer der wenigen Leute, denen ich mich anvertraut habe. Das Hin und Her war echt lustig mit dir. Mit dir habe ich manchmal wirklich lebendig gefühlt. Lebendiger als zu Hause in meinem Käfig. Lebendiger als allein, wenn ich mal wieder orientierungslos durch die Straßen lief. Du bist so ein lustiger Chaot. Einer, mit dem ich gern Zeit verbracht habe. Ich soll gleich, ey. Ja, Digga, scheiß drauf, block die. Scheiß auf, Digga, Weiberkram, Digga, glaub mir. Hab ich auch gerade zu Piep gesagt, Digga. Das wisst ihr, Digga. Das sind so ein Weiberkram, Digga, die. Manchmal check sowas nicht, Digga. Glaub mir einfach wichsen, Digga. Wirklich jetzt. Ist einfacher. Ja, Digga. Weißt du, die kommt dir irgendwann angekochen, Digga. Ja. Die braucht jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Die hat auch schon gesagt. Weißt du, Piep, in China gibt es ein gutes Sprichwort. Wenn du dich beschneidest an Vorhaut, wächst nicht mehr nach. Wer ist Piep? Check ich nicht. Richman? Ja. Mr. Richman, haben Sie Melody gefunden? Geht's ihr gut? Ich check das gerade wirklich nicht. Ich mach mir Sorgen, ganz doll. Gehen Sie mir nicht auf den Sack. Ich glaube, ich mach mir wohl mehr Sorgen, weil ich ihr gottverdammter Vater bin. Und Sie sind einfach verdammt auf eine Straßenbörde, die mir gerade auf den Sack gehen wollen. Ich liebe das. Wo war ich denn schnell gegeben? Ich weiß nicht, am Anfang. Lebendiger als allein, wenn ich mir orientiert durch die Straße lebe. Du bist ein lustiger Chaot. Einer, mit dem ich gern Zeit verbracht habe. Ich habe der Taxis echt mit meinem Leben verteidigt. Einmal deine Fresse da hinten. Hab sogar eine Kugel in den Boden geschossen, als jemand mit einem Baseballschläger auf die Scheiben einschlug. Ja. Ja, obwohl ich gern mein PD arbeiten wollte. Ich habe riskiert, eine Anzeige zu kassieren. Nur um dein Taxi zu verdrängen. Aber hey, mach dich gern lustig über mich, über meine Gedanken, über mein Chaos im Kopf. Das Lachen, was ich am Telefon gehört habe, halt noch in meinen Ohren. Bitte kein Crash, bitte kein Crash. Mich. Und das Wissen, ja, ich bin dabei. Das nicht nur du, sondern auch Pinsel. Das Spiel für Kay, was soll das denn heißen? Hallo? Ich bin weg. Die hat, also, wow, sie hat einfach dir viel mehr geschrieben als mir. Ja, weißt du, was das heißt, Pinsel? Ja. Habt ihr was Neues? Dass sie endlich mich liebt. Nee. The fuck you want? Weißt du, was ich meine? Die Folge viele für mich, Mann. Und Pinsel, soll ich dir mal was zugeben? Bevor ihr überhaupt zusammen wart, ne? Ein paar Tage davor, wir waren mal auf dem Parkdeck. Und weißt du, was sie da gesagt hat? Dass sie mich liebt. Dass sie versucht hat, mich mit Juno zu trennen. Sack hier. Du bist nur der zweite Mal fest. Weißt du, warum du jetzt zusammen bist? Weil sie mich vergessen möchte. Weißt du, was ich meine? Sie versucht, mich zu vergessen. Deswegen hat sie dich genommen.
Aber wie du siehst, kann sie nicht vergessen. The fuck? Sie hat mir viel mehr geschrieben, als sie dir geschrieben hat. Achten Sie, ich sag nur als Bro. Bisschen creepy. Als Freund. Ja. Mach Schluss. Du hast es hier verkackt. Du hast es sowieso verkackt mit deinem... Mit ihrem Tagebuch. Dass du weitergeben hast. Und bevor es schlimmer wird, mach einfach Schluss. Ja, man, wer weiß, wer weiß, ne? Okay, dann mach ich Schluss. Yes. Mach Schluss. Ja, das wird sich auf jeden Fall zurückholen, Stefano. Gute Idee. Pius, ich habe bessere Idee. Pinsel, du machst noch nicht Schluss. Schalt ihr Licht aus. Doch. Nein, Pinsel. Den Hate kannst du fressen, du Wichser. Du machst noch nicht Schluss. Du machst dann Schluss, wenn sie erstmal da ist. Pinsel. Ja? Kill her. Nein, man hat deine Fresse. Okay, sorry. Pinsel, hör mal zu. Das ist leicht, sich mitreißen zu lassen. Die ist gerade so oder so ein bisschen traurig. Yeah. Einerseits kennt John noch nicht viel von Lost Hunt aus. Weißt du, was ich meine? Wenn sie erst hier ist, wird alles vergessen. Genau, das kann auch wirklich schief gehen. Andererseits ist das auch eher nachteilhaft. Sanft betten und dann... Sie sich überall befinden könnte, wirklich überall. Ja. Und sie kann es nicht mal selbst beschreiben. Geht's doch bei euch jetzt mal im Ernst. Das ist Metapher. Du hast doch gerade gesagt, er soll sie jetzt erstmal auffangen, um sie dann wieder zu zerstören. Nein, das hast du doch gerade. Letztens habe ich sie im Krankenhaus gesehen. Step by step, Leute. Step by step. Halbe Stunde später war sie vermisst. Erstmal bringen wir sie zurück. Ja. Machen alles wieder gut. Und wenn sie richtig glücklich ist, dann, wo sie richtig glücklich ist, macht für sie Schluss. Was für ein wieder gut. Weißt du, was du machst? Du nimmst so Puzzleteile, die jetzt gerade weg sind. Und damit sie wieder reinpasst, schmeißt du sie durch einen Mixer. Und dann klebst du sie einfach rein. Yes. Oh, yes. Haben wir eigentlich aufzusuchen? Verzeihen Sie, wenn ich störe. Reich. Oh, ist zu dunkel, man sieht nichts mehr. Haben Sie zufälligerweise ein junges Mädchen gesehen? Langes, pinkes Haar? Hört auf den Namen Melody. Warum denn? Nein, tatsächlich nicht. Ja, das. Ich hab den VNet-Beitrag gelesen, aber nein. Scheiße gebaut. Mehr nicht. Wurde genau heute gekündigt. Hast du überhaupt gearbeitet? Wissen Sie, wer ich bin? Ja, ja, manchmal. Gut, falls Sie sehen, bitte rufen Sie mich an. Scheiß drauf, wenn Sie glauben. Sind Sie der Vater oder? Ja. Ach so, wie soll ich Sie anrufen? Ganz schön arm, ja. Sieht doch fast genauso aus. Bitte notieren Sie diese. Ich muss noch meine Marke abgeben beim BD, die habe ich hier noch. 371. Können die nicht orten? Habt ihr nicht irgendwie so ein 6-10-entlaufende Also, die danke Ihnen. Wie geht's gut, wie geht's Ihnen? Was machen die hier? Hey, ihr versteht euch gut, ihr beiden, ne? Yeah. Seid doch zusammen, seid doch zusammen einfach. No. Ich frag sie, was hier geht. Ja, warum nicht? I like vagina. Ja, das mach ich gerade. Not like you, motherfucker. Na, meine Frage. Sie sind doch Herr Rocket, oder? Der Chief of Police. Er steht auf Emma. Assistant Chief of Police. Ich geh zum BD. Danke für die Hilfe. Jo! Null Anhaltspunkte. Null. Also, ich... Beides gleiche. Eine Peepshow, eine Talkshow. Wen? Viel Spaß. Mach's gut, Raoul! Raoul! Seien Sie, kurze Frage, die Herrschaften. Sie können sich weiter umziehen. Haben Sie zufälligerweise Melody gesehen? Warum trotzdem die Scheiß mit den Taxis? Who the fuck is this guy? Nö. Das ist Raoul. Was will der? Wir schreien jetzt alle hintereinander Raoul. Pippe Bricks und Pippe Bricks, waren Sie nicht an meiner Entführung beteiligt? Über Kiki. Maßgeblich. Ja, hier ist mein Chef. Also passen Sie. Ich kann Ihnen das erklären. Es war nicht meine Schuld, dass Sie eingepackt wurden. Ich hab Sie nicht eingepackt. Was hat denn Vater? Du machst ja alles, was er gesagt hat. Warum, was hat er denn gesagt? Die Leute, die ich beauftragt habe. Nee. Weißt du, die haben Sie. Ich wusste nicht, dass... Und es wird auch nie wieder funktionieren. Ich weiß, wenn da weiter war, mir mal piepen. Nein, was alles, was der Lee sagt. Aber Lee ist mein Freund. Alter, Lee. Ich gerade gesagt, die haben die Leute beauftragt. Pepe Briggs, freier Journalist von Easy News, hat Leute beauftragt, mich zu kidnappen. Nein! Ich habe beauftragt, Leute zu kidnappen. Nicht Sie! Sie wollten einfach nur irgendwelche Leute kidnappen? Oder wollten Sie gezielt Cops kidnappen, um ihre Cop- oder Kelp-Show zu machen? Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Gut. Okay, also heute gehen einfach alle schief. Aufgrund von einer Sache. Ein Dominostein. Ein einziger Dominostein hat dafür gesorgt, dass ganz viele Dominosteine fallen. Ich bin mein Job los im PD. Sie ist weg, sie ist sauer. Wegen dem Tagebuch. Komplettes Drama hier. Ich hab Beef mit der WG. Kann ich fliegen? Du look like Max Jordan? Damn! Gar nicht mehr.
Ich möchte dich heute nicht mehr sehen. So wie du es wolltest, perfekt. Also ich stehe, ich mag es ja, wenn das so chaotisch wird. Du anstatt mich rumzubefehlen, ja? Kriege dein Scheiß an. Die haben mich gekündigt. Ist doch meine Arsch, ich hab doch nichts. Stefano, wir drei kennen die Wahrheit. Ja, ihr habt sie ausgelacht. Nein, nein, nein. Du! Ich auch, ja, ich auch. Untersuchen Sie mal weiter, ja, ich hab nicht das Telefonat. Oh. Ja, okay. Aber you called her! Haben Sie Zeit? Wow, we were laughing! Ja, das hat, das ich bin unten in der Lobby, sie, ich hab noch die Marke, die ich mitgenommen. Können Sie mir gleich sagen, dass wieder irgendjemand auf Sie einzureden? Haben Sie schon eine Vermisstenanzeige gemacht? Dass nein, ich ficken gehen soll? Ja, ich das eben. Was? Weiß ich nicht, ob's. Oh, wer hat denn sowas behauptet? Ja. Ich grüße Sie. Auch Ihre Hallo. Hilfe. Guten Abend. Das habe ich so nicht gesagt. Meine Tochter vermisst. Ja, ich auch. Bis dann. Bye bye, guys. Tochter. Bis dann. Tochter. Wo sind Sie? Es ist doch Melody. Oh Gott, wie hieß sie mit Nachnamen? Jensen, glaube ich. Mittlerweile von Richmond. Wurde ausweismäßig gestern genannt. Hey. Bleibt in der Lobby. Wir sind gleich da. Wo wurde sie das letzte Mal gesehen? Vor einer guten Stunde im Krankenhaus. Oder hat sich Peter Briggs, der freie Journalist von Visionus, der Maßnahme entzogen? Nein, 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 nein. Wohl. Ich wollte nur an mein Bike. Ich wollte nur an mein Bike. Melanie. Was wollten Sie denn auf Ihrem Bike? Ja. Die Kette ist runtergesprungen oder so. Am Krankenhaus, ja. Aber hatte sie nicht vor, wenn ich mich nicht täusche, lassen Sie mich kurz schauen, vor über einer Stunde irgendwas gepostet mit Ich bin weg? Ja, und wir vermissen sie seitdem. Wir haben aber Flughafen nonstop überwacht. Die ist nicht, hat das Land nicht mit dem Flugzeug verlassen. Okay. Versucht anzurufen, ist das Handy noch an? Nein. Ganze Zeit. Wen haben wir denn da in der Nähe? 3 für 53. Ja, Sie brauchen jetzt hier nicht zum Flughafen nochmal fahren, da war mir die ganze Zeit. Nein, nein, aber dann haben wir vielleicht jemanden, der vielleicht irgendwelche Medics oder so befragen kann, ob es denen irgendwas so, aufgefallen ja, ja. ist. Das erlauben wir genau. Ich bin übrigens gekündigt. Ja, hab ich mitbekommen. Das ist doch Paper Briggs, der Freund von Visionus, der auch ein bisschen bei der Wichser. Kündigung von Ops mitbeteiligt war, ne? Der ist mitbeteiligt, ja. Was, die Kündigung von Ops? Ich trotzdem. Ja. Wieso wurde er gekündigt? Weil irgendwas geklaut wurde von dir angeblich. Was wurde dir geklaut? Tagebuch. Mein Tagebuch. Was? Mein Tagebuch braucht das von Melody. Das ist von Melody. Suchen Sie erstmal meine Tochter, dann können wir weiterreden. Das heißt, ja, wurde gar nicht ich kann Ihnen sagen, wer da ist. Doch, doch, also ich wurde mein Tagebuch gestohlen. Kein nichts an. Der muss nicht auf dem ich bin kein Kopf, ich habe keine Rechenschaft. Okay, ich erzähle die Wahrheit. Dann hier. Oh, danke. Wenn du jemals diesen Podcast willst. Richie! Also ich fange du bist schuld. Ja. Ich? Wenn sie mal weil du das Tagebuch genommen hast und bist um dein Leben gerannt. Ich sag dir. Ich bin hoch. Ich hab das gefunden und ich wollte es ihr zurückgeben. Er hat mir ein Tagebuch von Melody in die Hand gedrückt. Warum wollte er und hat gesagt, hier, sag, du hast das gefunden. Wurde ich hab das gedacht. Piep hat es nicht gelesen. Und ich hab's Richie gegeben. Ich hab's Piep gegeben. Mit dem Hintergrund, dass er sagen soll, dass er es gefunden hat, damit ich raus bin. Aber hätte es nicht gelesen, stand doch dabei. Und dann hat er es dir gegeben. Und dann bist du damit abgehauen. Wegen dir hat es die Runde gemacht, nicht wegen mir. Ich hab's Piep gegeben, aber es ist Sue. Pinsel! Hätte es nicht gelesen. Also ich meine, wer braucht schon Männer? Der hat's gelesen. Ich hab nur einmal kurz reingeschaut und hab nach ganz unten gesehen, dass unterschrieben worden ist. Mit zwei Sachen. Von Ihnen? Und von Piep. Natürlich sofort raus. Also wen gibt's so Melody jetzt, wer er glauben? Wo haben wir das denn stecken? Und glauben Sie mir, die eine Hand war ziemlich kindisch. Ja, okay, ich hab was reingeschrieben. Ja. Sie, also, wenn aber, dann teilen wir okay, danke, das danke. Gemeinsam. Aber ja, okay. Erstmal okay, Melody, okay? Das ist das Wichtigste. Ja, also... Ja, ja, das war doch witzig, Leute. Ich habe reingeschrieben. Ich glaube, der Herr kommt dann. Ich hab's ja auch gelesen, ich hab's komplett gelesen. Okay, das Wichtigste ist nur Melody in der Hinsicht. Okay, danach können wir mit ihr reden. Pepe Briggs, freier Journalist von Vision News. Ihre Geheimnisse bleiben bei uns und sie werden das niemandem erzählen. Niemand. Was für ein Persönlich? Aber ich weiß nicht, ob es Piep wirklich gelesen hat. Ach so, Pinsel entführen!
Da stand auf die verpiepste Unterschrift. Ja, vielleicht hat er runtergescrollt. Okay. Wenn du es nicht runtergeblättert, ja. Vielleicht hat er nach hinten geblättert, um zu unterschreiben. Ich darf auch reinscheißen, ich habe reingeschissen, sorry. Wenn du Zeit hast. Ja, mein Gott, das passiert dann im Westen, oder? Wenn du den hast, dann sag ich dir. Kann doch mal passieren. Ich sag ja. Du kriegst. Ist das mal richtig. Ach. Ich bin nur, dass er was verliert. Das ist nur eine Kleinigkeit. Mir ist noch nie was Schlimmeres passiert. Nur Kleinigkeiten. Ich bin nicht bei Ihnen. Ich bin Profi. Ich bin ein Profi. Richtig. Mr. Profi. Wishman. Egal, wir müssen mal jetzt wieder suchen. Ja, da haben wir für morgen schon mal eine Quest. Achso. Die Orte, wo sie. Und ich hasse das, dass ich sie jetzt frage. Waren sie an irgendwelchen Orten zusammen? Intim. Nein. Nein, nicht so in. Also. Von wegen, wo wir mal hingehen, das ist eher Platz sozusagen. Wir haben eigentlich so alle abgefahren, wo wir waren. Wir hatten keinen geheimen Platz. Wir hatten wirklich keinen geheimen Platz. Scheiße. Ja, wir müssen weiter suchen, das bringt nichts. Aber es ist schon so dunkel. Ich weiß nicht, ob wir da noch groß was finden. Vielleicht sollten wir das morgen machen. Ich werde noch ein bisschen rumfahren. Okay. Und Piep hat es 100% nicht gelesen? Ich weiß es nicht. Wenn sie was hören, melden sie sich. Ich melde mich auch. Okay. Bis dann. Haben Sie den Schlüssel? Wovon? Meinem Haus. Nein. Wo schlafen Sie heute? Auf der Straße, Sir. Ich wurde rausgeworfen aus der WG. Ich weiß nicht, ob ich einen Schlüssel nachmachen lassen kann. Ich habe meine Melody gegeben und Johnny. Wissen Sie das? Alles gut. Ich weiß es nicht. Es ist okay. Zur Not brechen Sie bei mir ein. Womit denn? Haben Sie nicht mal Dietrich? Nein. Was sind Sie für ein Ex-Cop? Doch, ich habe welche, aber das ist. Ach, egal. Ich krieg das schon hin. Sie sollten heute nicht allein schlafen. Melden Sie sich. Kann ich noch Schlüssel nachmachen lassen? Ja, ich darf auch reinscheißen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Schlüssel mehr im Inventar, ich kann aber dennoch auf- und zuschließen, weil mir das Haus gehört. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, ich habe aber keinen Schlüssel mehr im Inventar, so doof es klingt. Dann müsste ich rein theoretisch erst einen Schlüssel wieder kriegen von irgendjemandem. Damit ich es nachmachen. Ich kann es ja jetzt mal probieren. Aber, also eine Sache können wir. Eine Sache können wir zu 100% ehrlich sagen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. RP machen können wir. RP machen können wir. Nee, hat nichts mit deiner Stadt zu tun. Ich könnte auch einfach den Bono kündigen. Nochmal auch wenn es Drama ist. Ich weiß, viele von euch sind sauer. Viele sind sauer. Viele sind so, ach scheiße, wie kann das denn so gehen? Wie kann das denn so eskalieren? Aber hey, die Art von, boah, das ist doch genau das Richtige, oder? Es geht doch darum, RP zu machen. Es geht doch genau darum, Leute. Das ist doch das, warum man es spielt. Hier ist leider nicht immer sauer auf Pinsel. Ihr dürft sauer auf Pinsel sein. Ihr dürft sauer auf Pinsel sein. Aber es ist nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen und alles immer schön und gut. Wir müssen auch dafür sorgen, dass es zu Drama kommt. Sonst ist ja auch langweilig. Paperwix, Freier Journalist von Misinus, Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Das ist Ihre freie Entscheidung, ne? Ja, ich mach das. Wenn ich das hier richtig halte, Herr Rocket. Einmal zurück zum Schlauchwagen, ja? Einmal zurück, wir hören uns. Schönen Abend, liebe Grüße. Ebenso.
Wo bist du? Eigentlich eher unpassend die Musik, aber ich finde die gerade einfach geil. Okay, ich komm. Das hier geht alles für einen guten Zweck. An mich. Eine lange Reise erwartet uns. Wo bist du nur, Melody? Die Gefährten haben aufgegeben. Was los? Was kann ich für dich tun, Pinsel? Du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Ja? Hast du das Buch? Ich habe unter den Tisch wirklich gelesen? Nein. Hast du es gelesen oder hast du nur nach hinten geblättert und unterschrieben? Nach hinten geblättert und nur unterschrieben. Aber du hast es nicht gelesen? Nein. Wieso? Ja, ich schieb mal gerade einfach meinen eigenen Film. Also ich habe nur das erste gelesen, die erste Strophe. Dass das Buch von dem Polizisten bekommen hat. Okay. Ansonsten hast du nichts gelesen. Ich habe da noch irgendwas mit Daddy gelesen. Wo sind die? Okay, sicher. Ich bin bei Piep. Southside. Ja. Okay, bin auf dem Weg. Ich gebe ihm kurz. Okay, bis gleich. Ja. Ich denke, Richie hat's gelesen. Nein, er sagt nein. Ja? Ich bin bei Piep, hat mir zu lange gedauert. Ich bin jetzt zu euch gekommen, die Southside. Ja, Richie liegt immer, oder? Ja. Richman! Schön, dass Sie keine 5 Minuten waren. Hab ich nichts zu sagen? Worauf habe ich hier mit ihm zu tun gehabt? Ja. Oh, okay. Ich habe Ihre Marke. Oh, da ist er doch. Ich komme jetzt. Ja. Ich. Oh, alles klar. Bis dann. Ich gebe Ihnen mal einen Schlüssel. Ja, bitte. Dankeschön. Wie viel hat das gekostet? Denken Sie nicht drüber nach. Fang. Das ist mein letztes Geld. Wieso wurde es gekündigt? Ich wurde im PD gekündigt. Wieso? Weil ich mich von meiner Streife entfernt habe, während ich wegen dem Tagebuch jemanden hinterhergelaufen bin, den wir nach 2 Sekunden gesucht haben. Und deswegen wurde ich gekündigt. Ich habe mich von meinem Streifenpartner entfernt. Das ist ja jetzt, also Richman, du schuldest ihm was. Wegen dir wurde er gefeuert. Sie haben eben behauptet, dass sie Melody entführt haben. Ja? Ja. Wenn sie noch weitere größere Töne spucken, Mr. Briggs. Lies schon schlafen. Hätte ich meine verdammte 9mm raus und ihnen ein gottverdammtes, Loch in den Kopf schießen. Haben sie mich verstanden? Weißt du, was der Unterschied ist? Was? Was? Wir sind hier in der Southside. Schau mal da oben in den Balkon. Siehst du das? Geld. Da oben, wenn ich jetzt gleich einmal pfeife, dann steht da einer mit einer M4 oben. Mhm. Und schießt runter. Warum denn mit einer AK? Da oben? Ja. Wenn Sie pfeifen? Wenn ich pfeife. Versuchen Sie es nochmal. Ja, das mache ich. Das habe ich nur in Notfällen machen, sonst bekomme ich mit Mike Ärger. Aua! Aua! Sie werden hier nie mehr pfeifen. Haben Sie mich verstanden? Das geht um eine verdammte Tochter. Das ist gemein. Er kann nicht pfeifen. Haben Sie das nicht gehört? Jetzt kann er pfeifen, weil er eine Pfeife ist. Oh nein. Ich habe alles verlernt, was ich jemals konnte. Übrigens, Mr. Wishman, eine Sache noch. Ja? Ich kann wirklich nicht pfeifen. Sie müssen einmal ehrlich sein. Ist für dich zu schwer. Haben Sie das wirklich nicht gelesen, das Tagebuch? Geht immer. Ich hab's nur leicht überblättert. Mehr nicht. Semi-professionell. Ist so. Das ist die Wahrheit. Also Sie haben es nicht komplett gelesen? Nein. Der Einzige, der es komplett gelesen hat, bin ich. Ja. Soll ich Sie davor beschützen? Passen Sie auf, ich habe eine Idee. Geben Sie mir das Buch. Und wir gehen zusammen dorthin. Ich werde auf Sie warten. Aber sonst kommen Sie in Versuchung, es zu lesen. Ich möchte nur wissen, wo sie ist. Der Rest ist mir egal. Ich helfe Ihnen zu suchen. Ja, bitteschön. Dankeschön. Damit es keine weitere Person liest. Vielleicht ist das noch
Der letzte Schritt der Hoffnung, verstehen Sie? Ja. Okay. Ich will nur wissen, wo sie ist. Mehr nicht. Wenn ich was weiß, ich bin der Erste, bei dem ich mich melde. Bis dann und danke für den Schlüssel. Und hab's. Ja. Leitstelle LSMC. Buch nicht noch einmal. Nein, ich werde es nicht verlieren, versprochen. Gott. Hallo? Hallo, ich bräuchte einmal einen Arzt in der Southside. Ja, Vertrauen aufbauen. Sie kriegen das Patch. Fahren Sie direkt los, hier liegt eine Langhose. Eine Langhose. Roleplay. Ja. Und nehmen Sie einen Trimmer mit, da guckt Schwanz raus. Blut und Knochen. Bis dann. Also, gut. Es kann alles Mögliche passieren. Schauen wir aber mal. Ah, ah, scheiße. Hilfe! Hilfe! Piep. Oh Gott. Ja? Wenn du nicht pfeifen kannst, dann darfst du doch nicht sowas sagen. Du hast recht. Die haben meinen Pfeifen einfach nur nicht gehört, weil ich nicht pfeifen kann. Ich konnte es bis jetzt 19 Jahre verstecken. Kannst du mir das beibringen, Pinsel? Pfeifen? Ja. Ja. Ich kann auch pfeifen. Pfeife riechen. Ich kann pfeifen. Mach mal. Warte. Ja? Kannst du ja schon im Testament aufgenommen werden? Ah, da war's. Ja, da war's. Oh, zum Glück war das so leise, nicht, dass der mich abknallt. Ja, Gott sei Dank. Vor allem, wenn ich pfeife, knallt er dich ab. Komm, ich fahr dich dorthin, dann dauert mir so lang. Okay, warte kurz. Kannst du mich dann auch wieder zurückfahren? Du kannst mein Auto haben. Oh, geil. Bin vor der Tür. Wo denn? Wir stehen vor der Tür aus. Falsche Seite. Ich bin Schön. Jetzt vor der Tür. Sind Sie immer noch nicht? Ach, da sind Sie. Ups. Haben Sie gerade ein Polizeifahrzeug gerammt? Nee, nur ein Fahrrad. Wer parkt denn auch das Fahrrad dahin? Also wirklich. Das war mein Fahrrad übrigens, Hobbs. Ja, dann binden Sie es halt an, nächstes Mal, Sir. Wie fühlt sich das an, dass Melody hier die Stadt verlassen hat? Okay. Gut. Gutes Gespräch. Ja, auch einfach menschlich in Deutsch von Ihnen, Hobbs. Ehrlich. Ich rede Yoshi, nur mit Mr. Bucket. Du kannst einfach Leute adoptieren. Ach, kommen Sie. Ach so, und der Luke, der darf die ganze Zeit mit all seinen... Guck mal hier, nee, ich glaube, Luke beendet seine Beziehung gleich. Weil seine Beziehung gesagt hat, sie adoptiert Kane. Ja. Ich glaube, dass Luke mit seiner Beziehung gerade auch nicht so glücklich ist. Heute ist alles zerbrochen. Aber wissen Sie, ja. Aber das ist auch ein Unterschied. Luke telefoniert und Sie verlassen den Streifenpartner. Na, das wäre Luke nicht passiert. Sind wir auch einfach ehrlich. Nee, der Luke. Vor allem nicht, wenn es mir schon mal gesagt wurde, dass es eine Woche nichts mehr passieren darf. Da hätte ich mich eine Woche lang gerafft. Die Woche ist rum. Die Woche war rum. Wollte ich nur erwähnt haben. Okay. Ja. Hier haben Sie das Zeug. Ich habe das mitgenommen. Ja, kein Problem. Danke, Hobbs. Und ich sag Ihnen noch was. Ich wurde kein einziges Mal angerufen, das habe ich Luke schon erzählt. Ich habe dich angerufen. Du hast mich zweimal weggedrückt und keine Antwort gegeben. Dann hat Lawrence dich zufällig wiedergesehen. Das reicht doch. Und du warst nicht im Funk. Und Lawrence hat dich gesucht. Wusste nicht, wo du bist. Du kannst dir so viel schönreden, wie du willst. Du hast Scheiße gebaut. Und diesmal war ich nicht in der Nähe, um es auf mich zu schieben. Dann war es eben Lawrence, ne? Immer einfach. Ich hab's denn auf ihn geschoben. Ich wurde nur nicht angerufen. Du weißt, dass du heute Nacht woanders schlafen musst, richtig?
Kannst noch den O-Saft holen. Was ich betonen möchte ist, und ich hoffe, dass es eben im Gespräch nicht untergegangen. Ich halte menschlich gesehen als ihr Freund ziemlich viel von Ihnen, ne? Ich kann es aber dienstlich nicht mehr rechtfertigen, es geht nicht. Und das bricht mir wirklich auf sehr vielen Ebenen das Herz. Hier, ich habe Schlüssel abgegeben. Ja. Ich würde auch nicht mehr wohnen wollen, ne? Das wird gekündigt. Es ist mir egal. Sie können das Haus ruhig behalten. Natürlich ist das egal. Macht doch, was ihr wollt. Sind Sie sauer auf uns? Ja. Warum? Weil ihr das einfach nicht versteht. Was verstehen? Aber Hobbs, was verstehen wir nicht? Ich bin enttäuscht. Aber warum? Ach, egal. Sagen Sie es doch, Hobbs. Gute Nacht. Dann führen Sie doch ein Gespräch. Hören Sie auf, vor den Konsequenzen wegzurennen. Erzählen Sie doch, was los ist. Okay, ich erzähle Ihnen, was los ist. Sie haben einen Achter am Reifen. Mein Char hat einfach alles verloren. Alles verloren. Mein Char hat Job verloren, Freunde, WG. Melanie. Einfach alles. Ich habe nur noch mein Bubatz. Nein, das Stash habe ich noch. Aufgenommen. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich bin offen für das alles. Wir gucken mal. Wir gucken, wie es weitergeht. Wir bleiben offen. Und Lurch, danke für den verschenkten Sub an den Muggel. Vielen, vielen Dank. Organspender, danke noch für 100 Bits. Dankeschön. So. Feierabend. Ah, Essen ist wichtig und richtig. So, wo schicke ich euch hin? War da gerade eine Stimme? Ich meine auch. So, pass auf, ich schicke euch zu Carrion. Oh, hoppala. Und, der schickt euch dann weiter. Ich hab grad Läuse, das geht grad nicht. Was sieht ihr an dem Teppich hier? Er muss rausgerissen werden. Ich hab das Haus für mich und Melody geholt, ne? Und jetzt tanzen die Läuse hier einfach nur noch rum. Komm, das hier mache ich noch für euch. Soll ich euch mal einen Trick zeigen? Wenn ich das hinkriege? Weiß mal, ich kann mir jetzt gleich einfrieren kurz. Vielleicht kriege ich das hin. Ich kriege das hin.
kommt das für euch. So. Fenster auf. Kuschel, 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 kuschel. Bist mein kleiner süßer Schnuffel. Bist mein kleiner süßer Stern. Nister, mein Freund. Flammenwerfer habe ich dabei. Weltherrschaft für uns zwei. Kuschel, 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 kuschel. Kuschel, 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 kuschel. Hab dich zum Kuscheln gern. Bist mein kleiner süßer Schnuffel. Bist mein kleiner. Das war's. Oh, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen.